Da. Einen wunderschönen guten Abend aus Wien. Und aus Nürnberg. Genau, so ist das. Nicht Donnerstag, es ist Mittwoch, aber aus einem wichtigen, naja, wichtig, nicht aus einem schönen Grund, wollen wir so sagen. Mein Freund der Doschen hat Geburtstag. Ja, und ich auch. Mein Freund der Markus auch. Und da habe ich gedacht, wer wollen wir mit euch feiern? Warum auch nicht? Nicht wundern, ich habe hier ein bisschen eine Green Wall, weil das Studio wird umgebaut. Es kann auch sein, dass mein Ton ein bisschen hallig ist, aber wird sich alles noch ändern. Schwamm drüber. Passt alles. Supi. Ja, ich glaube, letztes Jahr haben wir es genauso gehandhabt. Letztes Jahr haben wir schon Gurbleisch gespielt, das werden wir auch heute spielen. Wir warten aber noch ein bisschen, bis ein paar Leute mehr da sind. Wir müssen ja auch ein bisschen im Chat schauen, wer alle da ist. Der Nachtflieger ist schon da, der alte Sack ist schon da, der Hügel kommt später. Der Simon, der An Carlos. alle vielen, vielen Dank für die Glückwünsche. Ich wurde schon auf sämtlichen Plattformen heute überschwemmt. Das war heute schon heftig. Oh ja, das muss ich auch sagen. Also es war wirklich, wirklich toll. Ich muss auch sagen, ich habe heute sehr wenig gearbeitet. Ich war den ganzen Tag im Laden, aber ich habe, glaube ich, okay, ich habe manche Kunden abkassiert. Aber sonst bin ich eigentlich nur gesessen und habe geplaudert. Es waren so viele Leute da. Der Nachtflieger war da, der Carico war da, der Christoph Schädel war da, der Robots and Bricks war da und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und das war einfach wirklich cool. Der Ping Ich habe Long. mir Ich habe mir heute erlaubt, aufgrund meines Geburtstags ein bisschen eher Feierabend zu machen. Was dann zur Folge hatte, dass der Frankie aus Frankfurt angereist ist und hat mich natürlich dann nicht mehr getroffen. Dann hat er mich angerufen, ich Schade. habe das aber nicht mitbekommen. Absolut blöd gelaufen. Ja, tatsächlich sogar, ja. Das meine das. Sowas macht man nicht mit Absicht, das ist ja völlig klar. Aber es wundert mich ja sowieso, dass du gearbeitet hast, weil als ich noch in einem Angestelltenverhältnis war, war der 16. Februar, da hatte ich immer frei. Das war einfach so. Nehmen jetzt den heutigen Tag jetzt nicht so wichtig. Es gibt wichtigere Tage, an denen ich frei haben möchte, als an meinem Geburtstag. Okay. Ja, mag schon sein, aber als Angestellter war ich immer relativ faul und also faul nicht. Ich habe schon hart gearbeitet, aber wenn ich eine Gelegenheit hatte, frei zu bekommen, dann habe ich sie genutzt. Ja, gut, ja. Und Geburtstag ist doch toll. Ja. Ja. Nee, also Passt schon. passt ja. Früher haben wir oft, oder eigentlich jedes Jahr, habe ich meine Freunde zu einem Escape Room eingeladen. Wollen wir in einen Escape Room? Gibt es in Wien doch einige. Also da kann man schon ein paar Jährchen immer wieder einen neuen besuchen. Jetzt durch Corona, die letzten 2 Jahre ging das leider nicht. Aber auch heute nicht. Und ich hoffe nächstes Jahr wieder. Und da war der Geburtstag schon schön, weil man natürlich dann, ja, man war die Stunde im Escape Room, dann haben wir was gegessen, noch ein paar Spiele gespielt und super. Ja. Und Habe sowas will ich man es nicht nehmen lassen. noch nie gemacht, sowas, Escape Room. Oh. Ich weiß nicht, ob das überhaupt Spaß machen würde, aber es ist schon mal cool. Also gemeinsam rätseln. Ist das wirklich so, wie man sich das da, also wie man es halt öfter mal im Internet sieht oder in irgendwelchen Serien, da Ja. Schauspieler, die rumrennen als Zombies verkleidet und du musst Rätsel lösen? Nee, also Schauspieler rennen nicht herum, aber du bist in einen Raum eingesperrt oder in mehreren Räumen und du hast halt Rätsel. Und du wirst einfach nur reingeworfen und dann schaust du dich mal um und beginnst Dinge anzugreifen, anzuschauen und dann machst du halt Verbindungen. Und wenn wirklich gar nichts mehr weitergeht, wenn wirklich, wirklich, wirklich gar nichts geht, da gibt es überall Kameras, wo halt dann der Leiter zuschaut und er gibt halt dann Tipps. Ja. Okay. Aber nein, ist wirklich cool. Also macht schon Spaß. Ja. Kann ich jedem empfehlen. Ja, hört sich interessant an, ne? Meine, Mal gucken. Vielleicht irgendwann mal. die Rätsel sind immer schön, wenn man sowas sehr, sehr oft schon gemacht hat, dann erkennt man schon gewisse Strukturen und weil meine Mathematikrätsel oder Logikrätsel, da gibt es halt auch nicht wie Sand am Meer, sondern das wiederholt, also wiederholt tut sich's nicht, aber man erkennt Muster sozusagen und ja, man wird dann besser, sagen wir es mal so. Das schon. Das mit den verkleideten Leuten gibt es auch. Den verkleideten Leuten. Ja, kann sein, dass es das gibt. Weiß ich nicht. Ja, das
Das weiß ich nicht. Das große Zombie-Massaker mitten in Wien. Ja, aber es gab tatsächlich mal einen Escape Room in Wien. Ich weiß nicht, ob es nun, jetzt aber nicht, aber das war kein Room, sondern da hast du dich irgendwo bei einer U-Bahn-Station getroffen. Und dann gab es halt auch wirklich eine Rätseljagd, aber durch ganz Wien. Da bist du halt dann mit der U-Bahn gefahren und warst an bestimmten Orten. Und dort war wirklich eine Person, ein Informant, der war dann irgendwie anders verkleidet. Und der hat dann eben Hinweise gegeben und dann bist du halt weitergegangen. Und dann bist du halt dann... Ach so, was wie eine Rätseljagd? Ja, so in der Richtung, ja. Genau. So. Es gab mal da auf YouTube ein paar so missglückte Pranks. Da haben sie auch ein paar Leuten Angst machen wollen, haben sich da als Zombies verkleidet, sind auf die los und so weiter. Und dann waren halt ein paar Szenen dabei, da sind die halt ausgetickt. Der eine ist in ein Auto gestiegen und ist über die drüber gerollt in seiner Panik. Der andere war so ein Zombie-Weihnachtsmann, der hat sich da auf die Straße gelegt und immer Autos angehalten. Und das Auto bleibt stehen, der steigt aus, oh, da liegt einer, geht hin. Und dann sieht er halt so Zombie und der war wirklich gut gemacht. He? So, ja. Und dann rennt er zu seinem Auto, Kofferraum auf, holt einen Baseballschläger. Und ja, okay. Das ist halt Berufsrisiko. Aber das war tatsächlich, es gab einmal eine Zeit, da waren diese komischen Clowns populär, die dich in den Unterführungen oder so aufgelauert haben. Irgendwie war das irgendwann mal so ein YouTube-Trend, bis die ersten wirklich erschossen wurden. Und dann war es ja, nicht glaube ich plötzlich. Mhm. Aber was erwartest du, wenn du in Amerika irgendwo in der Tiefgarage zwei OGs erschrecken willst? Naja, die schießen dich über den Haufen, was glaubst du? Surpech. Ja. Haben sie was draus gelernt vielleicht? Ein zweites Mal macht er das nicht mehr. Nee, sicher nicht. Aber das ist ja auch dieses, die Welt wurde generell ziemlich extrem in allen Dingen, weil früher diese versteckte Kamera, das war irgendwie so lieb, niedlich, lustig, unter Anführungszeichen. Heutzutage muss alles immer schlimmer, extremer, ärger sein und dann, dass dann einmal irgendwas passiert, das ist ja logisch. Ja, das ist, ja, weil über die Jahrzehnte hat sich das immer aufgeschaukelt. Es ist immer ein bisschen krasser geworden und irgendwann ist halt der Punkt erreicht. Früher wäre sowas undenkbar gewesen. Und heute ist das schon wieder der Standard-Level. Das heißt, das nächste Mal muss es noch ein wenig krasser sein. Ja. Das ist eine üble Entwicklung. Ja, aber was willst du machen? Es gab ja auch manche YouTuber, die ein bisschen meiner Meinung nach über den Strang geschossen sind. Da gab es mal irgendeinen berühmten YouTuber, ich weiß nicht, wie er heißt. Der war, es gibt so einen Suicide Forest, so einen Selbstmordwald in Japan, glaube ich, wo sich die Leute erhängen im Prinzip. Und er ging da dorthin, weil er eine Leiche sehen wollte. Und tatsächlich hat er dann jemanden gesehen, der sich wirklich dort aufgehängt hat. Und dann ging so halb lustig, halb schau. Das war schon, also wäre ich YouTube, ich hätte den auf Leben lang gesperrt, weil das gehört auf keine Plattform. Aber gut. Der Typ verdient damit sein Geld. Das ist halt genau dasselbe. Auch das muss immer krasser sein und sich immer weiter hochschaukeln. Ja. Wie mit allem. Ja. Dann machen wir das auch irgendwann mal. Pranken uns mit Klemmbausteinen oder sowas. Ja, genau. Ja. Wollen wir so eine Langzeitstudie, wie lange dauert es, bis eine einmal zwei Plate aus dem Auge eitert oder irgendwie sowas. Okay, gleich so schlimm. Okay. Ich dachte, wir verstecken alte Sluban-Sets in Lego-Schachteln und machen die schön zu, dann verkaufen wir die als Rarität. Das gibt's ja schon. Ach so. Ja, das nennt sich eBay. Ja. So schaut halt jeder, wo er bleibt. Ja, das ist richtig. Das ist tatsächlich richtig. Imperia da, oder? Nee, oder? Ich habe extra sein T-Shirt angezogen heute. Das große. Ja, Markus Stuckfahrer, die Herley Division, ja, die war nicht wirklich ein Prank. War ja kein Problem am Ende des Tages. Simon, World of Bricks, ich habe gerne Minecraft gespielt. Das ist nur jetzt, weil ich eben im neuen Studio bin und das ist noch nicht eingerichtet und schaut aus wie Sau. Das sind euch einfach eine Green Wall. Aber ich habe sehr gerne Minecraft gespielt.
bis zur Sucht. Also wer schon mal in Wien war und das Naturhistorische Museum kennt, das ist ein riesiges Museum. Das habe ich 1:1 nachgebaut in 2 Wochen, rund um die Uhr. Und dann wollte ich mit dem Kunsthistorischen Museum beginnen, was gegenüber ist, genau gleich. Und dann bin ich kurz aufgewacht und mir gedacht, okay, was mache ich mit meinem Leben? Und habe dann Minecraft gelöscht. Ich habe dann Minecraft gelöscht und seitdem nicht mehr angegriffen, obwohl es mich wirklich juckt. Jetzt baust halt in echt. Ja, aber da kann man selten ein Museum in 1:1 Maßstab nachbauen. Das schwierig. Könntest du schon. Musst du bloß die Steine besorgen. Das wären viele Steine. Ja, einfach mal bei Kubricks nachfragen, ob sie noch was über haben. Habt ihr ein paar Millionen halt Steine? Rosa. Ja, als Unterbau, das passt schon. War schlimm. Lauter Leute, ich grüße alle Neuen. Ich grüße natürlich auch alle Alten. Ich grüße euch alle. Ja. Auch den Klaus. Auch den Klaus. Ja. Heute wollen wir nicht so sein. Oh, Steambricks ist da. Das freut mich. Servus. Ja, wirklich. Freut mich. Minecraft habe ich nie gezockt. Das war einfach nicht meins. Ja, jetzt weißt du auch, warum du nicht der zweite Kronk geworden bist. Ja. Weil damals, als du anfingst, soweit ich das in Erinnerung habe, wenn du da Minecraft gespielt hättest und dann schnell gehabt hättest. Das war halt alles so Mainstream und jeder hat Minecraft gezockt und dann wollte ich das nicht auch noch machen und Ja. Aber es überrascht mich wirklich, weil eigentlich, das Simon schreibt es ja eh auch, das ist ja irgendwo naheliegend, wenn man Klemmbausteine klemmt, dann ist Minecraft das perfekte Pendant. Nein, das ist nicht dasselbe. Das ist einfach nicht dasselbe. Das ist krass aus. Wie viel Uhr haben wir? Darf ich das schon sagen? Das kann ich sagen. Ja, das ist ungefähr so wie GV und Porno gucken. Das ist nicht dasselbe. Das eine mache ich aktiv und beim anderen ist es halt nur für die Augen. Ja. Ja, das stimmt schon. Da hast du schon recht. Minecraft ist quasi wie ein Start.io, wo du einfach digital was baust und fertig. Aber stimmt schon. Ja, Klaus, worum soll es in Minecraft gehen? Ja, ist eine gute Frage. Geile Story. Nun, es gibt tatsächlich eine Story. Und es gibt auch ein Endgame. Und man kann es auch durchspielen. Ich glaube nicht, dass es jemals jemand gemacht hat, aber theoretisch ist es möglich. Ja. Ja, ich weiß nicht. Also, es ist natürlich schon, Minecraft, um das noch kurz abzuschließen, Minecraft in der Basis, in der Vanilla-Version ist total langweilig, aber es gibt ja so viele Mod-Packs, wo du hunderte Mods installierst und das bläst das Spiel so auf, das ist enorm. Mhm. Und da kannst du wirklich Sachen machen, das kannst du mit kaum einem anderen Spiel. Ja? Also ganze Energie oder Elektrokreisläufe und Installationen, Wasser und. Also wirklich, da kann man sich schon wirklich austoben und das ist halt und ja, doch noch das Architektonische, das, ja. Faszinierend fand ich, es gab mal ein paar Videos auf YouTube, da haben haben die halt ganze Welten nachgebaut. Unter anderem das komplette Mario-Universum da mit Peach Schloss und Bowser Castle und hast du nicht gesehen. Oder Zelda und so weiter. Das war schon gut gemacht. Und da stecken auch gefühlt Trilliarden Stunden Arbeit drin. Das will ich gar nicht schmälern. Ja, es gibt zum Beispiel ein Rollenspiel im Minecraft-Universum, wo sie quasi die Herr-der-Ringe-Trilogie nachgebaut haben. Das heißt, alle Orte, die man von den Filmen kennt, und es gibt quasi einen roten Faden mit NPCs, die dir Quests geben und so weiter. Da haben auch zig Leute jahrelang dran gearbeitet. Das ist einfach ein Wahnsinn. Ich habe das gespielt, das ist wirklich cool. Ist natürlich grenzwertig, weil du überall die Musik hörst auch. Das ist eigentlich total verboten, aber egal. Es war einfach super, ja. Und dasselbe gibt es auch mit Herr der Ringe und dasselbe gibt es auch mit Game of Thrones und. Also das ist Wahnsinn. Was sich da manche wirklich, wirklich antun, ist schon. Aber ja. Und natürlich, es gibt auch diese Survival Modes und das macht schon Sinn, weil du einfach irgendwo von überall kommen Zaun bist und musst schnell was bauen und dich verteidigen und du musst halt dann schauen, dass du auch deine Nahrung hast und so weiter. Das hat dann schon ein bisschen Survival Flair und
daraus, meiner Meinung nach, sind ja auch dann diese ganzen Survival-Spiele entstanden, wie Rust und keine Ahnung, was es auch da alles gibt. 7 Days to Die und so weiter. Ja, das hatte Minecraft schon. Das ist einer der Wie ersten. sind die Creeper oder so ähnlich, ne? Ja, genau, die Creeper. Ja. Frankie, mein Freund, es tut mir immer noch leid, dass wir es verpasst haben. In Wahrheit, gib's doch zu, Dorsten, in Wahrheit hat ein Informant dir Bescheid gegeben. Irgendjemand hat dich angerufen und hat gesagt, du, der Der Frankie Frankie kommt. kommt, ne? Oh, da Dann muss ich hast du gehen. den Boss angerufen und gesagt, du Klaus, ich muss gehen. Und er hat gesagt, ja, du darfst gehen. Oder keine Ahnung, wie er redet. Und dann ab durch die Mitte. Du weißt doch, wie der redet. Ja, kann man das Reden nennen? Ich weiß es nicht. Schwierig. Werde mich jetzt dann nicht zu Nein, passt äußern. doch. Ist okay. Ich darf. Na, ist eher lieber Kerl. Den sticht man ja die Reifen ja nur zum Spaß auf. Muss man auch verstehen. Habt ihr hier schon angestoßen? Prösterchen. Prost. Nein, so rüber, so rüber. So, danke. Prost. Die magische Dose. Ja. Eine habe ich von Robots und Bricks bekommen. Eine Falco Bier. Ein Falco Bier. Ich meine, gibt es was Besseres? Ich glaube nicht. Oder so. Ja, Frankie. Ich meine, ich weiß es nicht. Und das ist nur eine Vermutung. Es tut mir leid, Frankie. Ja. Habt ihr heute oder hattet ihr Geburtstag? Wir haben heute, aber wir hatten auch schon ein paar Mal. Ja. Also, ich glaube, der Dorschen hatte zweimal öfters als ich. Ja. Aber prinzipiell haben wir heute Geburtstag, ja. Wie jedes Jahr zur selben Zeit. Ja, was eh witzig ist, ne? Ja, ist halt eine kleine Welt. Ja. Ja. Und natürlich aus der Community haben noch viel mehr Leute jetzt in diesem Zeitrahmen Geburtstag. Also der Frankie hatte ja Alles eigentlich erst gestern. Wassermänner. Ja, die Besten. Kurt Cobain hätte bald Geburtstag haben Robots sollen. and Bricks. Ja, der Falco, ja, leider, ne? Leider, leider. Ja. Ja, Vielen, vielen Ralf. Dank. Ralf, Live-Show haben wir auch letztes Jahr schon gemacht, warum auch nicht? Der Punkt ist ja der, wir haben zwar Geburtstag, aber keine Freunde. Deswegen, was sollen wir sonst machen? Ne? Wir haben ja nur euch, wir haben ja Ja. sonst nichts. Ja. Und dann gibt es ja, glaube ich, wieder Frankie, wo man sich denkt, na, dann fahre ich lieber heim, bevor man den sieht. Na, der Frankie ist super. Wir Nee, okay. sind zwar community-nah, aber irgendwo sind Grenzen. Man braucht nicht alles. Okay, die Leute wollen schon spielen. Gut. Dorsten, vielleicht willst du mal kurz erklären, was wir spielen und wo sie sich einloggen können. Also, wir zocken eine Runde Quiplash. Ihr müsst alle auf checkbox.tv. Warte mal, du mal. Ja, jetzt, log du dich mal ein, Markus, sonst bist du ja nicht dabei, wenn die anderen schneller sind. Jetzt war es jetzt ein bisschen eilig hier. Ihr müsst auf checkbox.tv dort den Roomcode eingeben, den ihr lesen könnt. AJGD. Euch einen Nicknamen ausdenken und dann könnt ihr joinen. Ziel des Spiels ist, das Ganze ist ein bisschen so wie Wer wird Millionär auf lustig gemacht? Es gibt verschiedene Fragen und so weiter. Da könnt ihr Antwort geben und die lustigsten Antworten, da werdet ihr danach gefragt, wie wollt ihr die Punkte verteilen? Ihr dürft den Browser checkbox.tv während des ganzen Spiels nicht schließen. Ihr müsst den Anweisungen des Bildschirms folgen. Genau. Und im Prinzip jeder von euch bekommt zwei Fragen gestellt, wo er eine lustige Antwort gibt. Und zwei von uns bekommen immer das, also ne, jede Frage wird auch zwei Leuten gestellt. Und dann entscheidet man, wer von den beiden die lustigere Antwort gegeben hat.
und dann geht's schon los. Genau, genau. Man verteilt quasi dann Punkte. Es können auch noch welche in die Audience. Das heißt, ja, die spielen nicht aktiv mit, können aber Punkte verteilen. Wir sind ja schon zu dritt, sehe ich gerade in der Audience. Okay. Könnt ihr die Maus hier sehen? Ja, hier. Dann hätte ich gesagt, ja, start mal los. Ralf, ich komme aus Nürnberg. Start mal los, oder? Das ist ein netter Mensch. Ja, start. Dorsten, soll ich dich da jetzt wieder raus tun aus dem, oder ist das egal, was du schreibst? Weil das will man jetzt sehen, oder, was du schreibst? Nee, was ich schreibe, sieht man nicht. Das ist nur der Spielescreen. Mein Browser sieht man nicht. Ah, okay. Cool. Passt. Nur gut. Passt alles so. Also ich habe Ton, ihr nicht, aber das macht ja nichts. Ton brauchen wir keinen. Na, der labert bloß ein bisschen. Für die, die jetzt nicht reingekommen sind, wir werden noch zwei, drei weitere Runden spielen. Genau, so genau. Uns halt freut. Und dann kommt ihr auch dazu. Man muss halt schnell sein. Das ist halt das. Aber das kriegt ihr schnell. Ja, gerade wenn wir ein bisschen mehr sind, dann geht es ruckzuck. So, das ist jetzt alles nur bla bla. Das ist alles nur uninteressant. Jetzt werden euch dann gleich Fragen gestellt. Jetzt. So, wenn dann alle ihre Antworten gegeben haben, vorausgesetzt, sie haben das Spielprinzip verstanden, tauchen bei euch im Browser jetzt dann diese Antworten auf und da könnt ihr jetzt dann voten. Schnell ist nicht meine Stärke. Michael, vielen, vielen Dank. Danke dir, Michael. Schauen wir mal. So, die erste Runde beginnt. Ich habe mich mal zurückgehalten in der ersten Runde. Die schlechteste Person für das Hörbuch von 50 Shades of Grey. Herbert Glickel, meine Frau. Genau, jeder votet jetzt, also von den Mitspielern und auch von der Audience. Na, Kariko, ich fühle mit dir, weil ich kenne der Frau. Bös. Ein anderer Name für ein Rektalthermometer. Pobackenstaberl, 32er Kreuzstange. Das hört sich so österreichisch an. Ja, schauen Sie mal wieder in der Lego-Welt. Ja. Ja, das bleibt nicht aus in der Klemmbaustein-Community. Mhm. Aber es scheinen nicht alle zu voten, kann das sein? Weiß ich nicht. Ja, also. Das Schlimmste, das aus deiner Toilette kriechen kann. Angela Merkel, die Ausscheidung vom Vortag. Kommt fast dasselbe, aber. Die Ausscheidung vom Vortag, naja, ob die dann auch eine Rede hält. Für dieses Problem müssen wir eine gemeinsame Lösung finden. Toiletten sind für uns noch Neuland. Ja, genau, genau. Sehr schön. Ich merke schon, Dorsten, du bist kein Fan von ihr. Das kommt immer wieder mal. Ach, warf. Ist nur so. Du solltest niemals gleichzeitig Punkt, Punkt, Punkt und Punkt, Punkt, Punkt klemmen und fummeln, rauchen und klemmen. Also das eine mache ich andauernd, das andere nie. Nachträge vom Chat aus nicht, du kannst dann dich aber bei der Audience dann anmelden und kannst von dort voten. Es geht nur über checkbox.tv.
Genau. Wir werden dann den Link wieder einblenden, wenn dieses Spiel vorbei ist. Das sind 3 Runden. Der unromantischste Ort für einen Heiratsantrag, die Klemme. Auf dem Klo nach einer Sitzung von Himberia. So, wer die Klemme gesagt hat, kriegt Hausverbot. Und jeder, der das liked, kriegt auch Hausverbot. So ist das. Alter Sack. Wow, alter Sack. Okay. Und Carico wow, hat geliked. Auch du? Oder? Okay. Da sieht man, wer wahre Freunde sind. Ja, da kommt es ans Tageslicht. Was solltest du nicht mit Käse füllen? Den Tank im Auto, die Unterhosen? Naja, manche haben in der Unterhose eh schon viel Chaos. Kann man so sagen, ne? Koppenkäse? Njam, 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 njam. Ah ja, ich höre es ja nicht, aber ich höre es. Das größte Familiengeheimnis, welches am Erntedankfest ans Licht kommt. Der Truthahn war der Familiendackel. That was a chicken. Ja, das ist beides dasselbe. Solange keiner fragt, wo ist denn die Oma? Audience hat's verhindert. Die Audience hat's verhindert. Oh doch, ein Quiplash. Aber Glückwunsch. Der erste des heutigen Abends. Etwas lustig ist, dass man ruft, wenn ein Baby geboren wurde. Warum ist das schwarz? Ja, wo ist er denn? Uiuiui. Ui, ui. Böse. Ja. Wenn der Alaba mal zu Besuch war, dann ist es halt so. Der nächste Quiplash. Naja, das ist mal nicht. Komischerweise. Nun sieht man die Punkteverteilung. So, erste Runde vorüber. Glemme dürfte erster sein. Nein, nicht einmal. Trotz Quiplash. Ja. Ja. Aber der Robertson Briggs ist Dritter, das ist gut, weil normalerweise ist er immer auf Platz 1. Irgendwie hat er was drauf. Naja, Professoren, die haben immer die besten Antworten. Servus, die Heiseln. Servus, der Baby. Der Baby, okay. Oh, gibt es wieder eine Frage. Arschquaf, eieiei. Schauen wir mal. Ja. Man weiß es nicht, was das wird. Ja, Imperia, vielen Dank. Wir werden nimmer jünger, das stimmt. Das Imperia, Servusler. Die Zeiten sind vorbei. Katastrophe. Der Titel eines Bewerbungsschreibens, mit dem man mit Sicherheit abgelehnt wird. Warum nicht mal probieren? Ehemaliger Klemmbausteinhändler. Wow. Ja? Immer diese Sticheleien. Steinchen-Ecke, vielen Dank. Servusler und vielen Dank.
Oh, da haben nicht viele geantwortet. Die Leute voten nicht. Mhm. Also Leute, die auch hier mit Antworten schreiben, ihr könnt und sollt auch voten. Ein Film, welcher niemals zu einem Freizeitpark gemacht werden sollte, Schulmädchenreport vom Winde verweht. Na, der Schulmädchenreport stelle ich mal schon als lustigen Freizeitpark vor. Also diese Geisterbahn möchte ich nicht. Aber ins Riesenschlüpperrad oder sowas? Ja, das vielleicht. Gleichstand. Nom, 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 nom. Nom, 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 nom. Aber die Audience. Die hat's gemacht. Eine schlechte Kampagne eines Abgeordneten. Transen, tanzen, aufs Klo gehen. Passt hin. Solange du für mich votest, ist alles gut. Die Fragen kommen vom Spiel. Auf die Fragen haben wir keinen Einfluss. Genau. Nur auf die Antworten. Genau. Wie gesagt, jeder Teilnehmer bekommt zwei Fragen im Prinzip, wo er eine Antwort gibt. Mhm. Das schlechteste Lied zum Eiskunstlaufen. I'm Walking, Born to be Wild. Sind beides gute Lieder eigentlich. Ja, ja. I'm singing in the rain. Genau, wir überlegen uns nur die Antworten. Meine Votes nimmt ihr manchmal nicht, weil bist du zu langsam. Oder du votest falsch. Immer für mich voten. Die Bezeichnung für einen neuen sexy Dance Move. Da doschten. Da gab es keine zweite Antwort. Schwabbelwabbel. Das ist der Bierbauch Boogie Woogie. Die dümmste Person der Geschichte. Der so. Oh, schon wieder keine Antwort. Robertson Briggs. Was ist mit dem Robertson Briggs? Ist er eingeschlafen? Manchmal spricht John Travolta andere Namen furchtbar falsch aus. Wie würde er seinen eigenen Namen falsch aussprechen? Alter. Wieder nix. Was ist denn los? Der Klaus. Da haben wir eine halbe Stunde Namen ausgedacht. Bonwacholder und nix. Das Beste daran, richtig dumm zu sein, man merkt es nicht. Hä? Ob das wird der Quiplash. Ich denke auch. Carico muss es verhindern. So, das war die zweite Runde. Schauen wir mal. Ich bleibe Erster. Das wundert mich aber schon. Ja. Die dritte Runde läuft ein bisschen anders. Das ist so eine Art Schnellraderunde. Jetzt müsst ihr eine Antwort geben und danach könnt ihr fünfmal voten. Na, oder dreimal? Dreimal oder fünfmal? Ich weiß nicht ganz genau. Ich weiß auch nicht genau. Ihr werdet es sehen. Jetzt haben alle dieselbe Frage. Ein Blödsinn. Danach kommt ein anderer Code, ja? Genau, ja. So. Eine seltsame Person würde zum Geräusch von Punkt, Punkt, Punkt einschlafen. Harald, Kirchturmglocken, Analfistel, Kadar, Laubbläsern, Bierkorken öffnen, Regentropfen, Eichelstöhne, was? Eichelgestöhne? Na, Elchgestöhne. Und Furzen.
Genau, ihr dürft jetzt da drei Votes abgeben. Das kann auch öfters auf dieselbe Antwort sein. Natürlich genau. Nicht auf eure eigene Antwort. Wer ist denn der Harald? Das ist die Frage. Und wir haben ein Idol, Harald Junke. So, letzter Platz, Regentropfen. Da schaffen wir doch schon. Regentropfen, die auf den Schinken klopfen. Ja, Kirchturm kloppen, kann man auch gut einschlafen. Ja. Das siebte Schaf hieß Harald. Fahr schon mal den Wagen vor, Harry. Ja. Okay, immerhin 4 Votes. Vielen Dank. Aber auch nur wegen dem Laub dabei. Ja. Furzen, ja. Ja, das ist schon. Elchgestöhne. Das ist wirklich komisch. Und nee, Top-Antwort. Seltsam, das sind wirklich nicht seltsam. Der Peppi kann nie anders einschlafen. Was ist daran seltsam? Und gewonnen hat? Hat das den Nora zu Briggs noch vorgeholt? Nein, es reicht nicht. Es bleibt so. Es bleibt so. Der Dorsten. Dankeschön. So, ich werde jetzt dich entfernen. Also dieses Whoop. Warum? Na, wenn du jetzt nämlich den Code eingibst, wollen wir zwei ja sowieso dabei sein, oder nicht? Theoretisch wäre ja die Gefahr, wenn der neue Code generiert wird, dass die anderen schneller sind als wir, dann schauen wir bei unserer eigenen Sendung zu. Das geht nicht, oder? Ja, ich mache jetzt hier New Players, ne? Ja. So, es wird ein neuer Code generiert. Siehst du den? Nein. Warte mal, ich schreibe ihn dir. Ja, ja, man muss die richtigen Leute kennen, versteht's? So. Ja. Okay. Liebe Damen, liebe Herren, ich gebe euch noch ein bisschen Zeit. Geht bitte auf checkbox.tv. Checkbox.tv. Und ich werde jetzt diesen Stream wieder einfügen und dann seht ihr den Code und dann könnt ihr dabei sein. Genau. 3, 2, 1. Paula Cäsar Xaver Gustav. Jetzt will keiner mehr. Oh, gut. Das dauert ein bisschen. Achso. Oh, der Donnergurgler ist da. Friedhelms Papa ist da. Der Popel. Ein Platz gibt es noch. Hast du gesehen, wie schnell es geht? Ihr dürft nicht vergessen, wir sind ja ein paar Sekunden zeitverzögert. Ja. Und die Audience. Ja. Und Buttermaker muss schon wieder Taxi spielen. Vielleicht sehen wir uns später ja nochmal. Falls nicht, ich wünsche dir einen schönen Abend. Wir lesen uns. Na, passt. Starten wir los. Jo. Starten wir. Damals so. 3, 2, 1. Techno. Quiplash! So, das Gelabern, dass man das nicht wegklicken kann, ne? Das interessiert keine Sau. Das ist tatsächlich richtig. So, die erste Frage. Gehen wir es an. Jetzt geht's los. Uff. Ich bin schon so weit, dass wir das tun. Na, noch ist es nicht so weit. Noch darf ich solche Antworten nicht geben. Hm.
Ich habe irgendwie voll die Leere jetzt im Kopf. So. Schauen wir mal. Ja, geht's doch, Schädel. Code falsch lesen. Ich habe ihm aber auch ausgesprochen. Das nächste Mal. Wir spielen noch ein paar Runden. So. Wenn wir es uns nicht leisten können, dich einzuäschern, was sollen wir dann mit deinem Körper tun? In die unendlichen Weiden des Alls schießen, zu Schweinefutter verarbeiten? Schweinefutter für die Mutter. Sehr schön. Gut, gut. Fängt schon gut an. Donnerkugler ist immer noch im Star Trek-Universum, im Star Trek-Fieber. So scheint's. Du möchtest dir keine Gefängniszelle mit einem Verbrecher namens ... teilen. Detlef von hinten. Das war der Schönste. Bock die, mag die Fruchten. Oh, fast. Ja, das ist natürlich ein reiner österreichischer Bezug. Unser Finanzminister, der Herr Grasser. Aber gut. Auch mir jetzt auch nichts gesagt. Ja, macht er nichts. Ich bleib true. Was wurde als Zweites auf dem Mond gesagt? Warum ist hier so dreckig? Was macht der da? Geile Antwort wäre gewesen. Warst du hier und nicht in Hollywood? Oh, ausgeglichen. Die Audience wird es richten. Oh ja, ein bisschen mehr für den Donnergurgler. Die Pointe eines versauten Star Wars Witzes. I'm your mother. Ihr müsst die Dinge... Was? Ihr müsst unsere Dinger nicht sehen. Okay. Opel, hättest du was anderes heißen sollen? Oder? Ich habe es nicht verstanden. Ich habe es verschrieben. Aber Quiplash. Glückwunsch. So muss das. Welchen Spitznamen gab Heiner Brand möglicherweise seinem Schnurrbart? Was? Sexy, was? Was heißt das? Sexy 70s Bornstein. Ach, Arasima sollte sein. Okay. Und Damenbürstel. Damenbürstel. Ersatz für Willi bei Biene Maier, nachdem er gestorben ist. Pumuckl oder Harald Junke? Maja, Ari! Schwierig. Ja. Das dachte ich mir. Ich war viel zu brav mit meiner Antwort. Das scheint so, ja. Wo versteckt man am besten seinen Popel? Unter einem 1x4er-Brick in einem Bausteinladen seiner Wahl. In einem Glimmbaustein-Livestream. Genau. Aber warum will man den Popel-Potzblitz wo verstecken? Verstehe ich nicht. Sakrillig. Ja. Freedom's Papa. Lokalverbot.
Ich würde bei dir mal die Brickbar durchforsten. Zweimal Feder, ab morgen in Aktion. Ein unangebrachtes Motiv, einen Kinderpyjama, Elefanten mit Rüssel an falscher Stelle. Aufgabenliste der Woche. Keinen Pedobär. Fast. Ich glaube, Robertson Briggs nimmt sich immer das Unlustigste, weil er weiß, so verhindert er ein Quiplash. Ja, wollte ich sagen. Lokalverbot. Da müssen wir uns jetzt anstrengen. Aber wirklich. So wird das netter. Sucht mich doch. Schauen wir mal, sehen wir schon. Ja, Hen musste schnell sein. Ist schwierig bei so vielen Personen. Drei fehlen noch. Ja. Aber die kommen auch noch. Wer fehlt da noch? Ein paar Sekündchen gibt es noch. Alle. So, 10 Sekunden noch. Oh, gibt es wieder 3 ohne Antwort? 5. 2. Eieiei. 2 ohne Antwort. Schade. Etwas, das du nicht versuchen solltest, auf eBay zu verkaufen. Akribisch sortierte Schamhaare, Asterix jetzt vom Lidl. Ist das hier etwa eine Klemmer-Community? Geil. Aber Bobber Wasser haben wir schon dabei. Ein schlechter Name für ein italienisches Restaurant. Pasta Basta. Al dente alle Wände. Wirklich. Wow, aber an 100%igen. Vielen, vielen Dank. Flawless Victory. Die Pointe eines Witzes, die ein Kind zum Weinen bringt. Okay. Das ist gut. Und das von einem Professor. Oi, 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 und das gibt keinen Quiplash. Sehr gut. Gefällt mir. Was ist Tofurky? Wie heißen die Genitalien eines Tofurky? Pinsel, Federgleit, Topeni. El Tofu Truthahn. Ekelhaft, Leute. Ekelhaft. Dann lasst das gleich. Was es alles gibt. Ja. Was ist ein Topeni?
Penis und Tu? Tu. Man weiß es nicht. Ein vergessenes Buch der Harry Potter-Reihe, Harry Potter und die Kloschüssel des Grauens, das verlorene Lippin-Set. Eben, Popel, was ist Tofu? Die Audience gibt dir mehr Punkte. Mhm. Vielen Dank. Aber zu Recht, zu Recht. Du hättest noch mehr kriegen sollen. Das war viel besser. Was würde Baseball spannender machen? Alles. Der Ausschaltknopf. Ein fliegender goldener Schnatz. Schnatz. Schwierig. Halt doch wieder Nerds unterwegs hier. Robots and Bricks. Herz. Das erste Gebot in der neuen Religion, die du gegründet hast. Hör mir zu, benutze dein Hirn. Inemini, munemini, inemini, mu. Hör mir zu. Tatsächlich. Thomas, Servusler, schön, dass du da bist. Servus, Herr Steinemeister. Oh, ich habe den Quiplash verhindert. Gut so. Grüezi. Wie man schon sagt, bei der Erdgenossen. Jetzt ist hier alles weg. Könnt ihr noch was sehen? Siehst du mich? Ja, ich sehe dich. Jetzt ist wieder da. So, the last lash. Ja, genau. So, eine Frage für alle. Das schlechteste Brettspiel für Kinder wäre Punkt, 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 Hippos. Gerade so. Schwierig. Hippie-Hippos, Angry-Hippos, Humping-Hungry-Hippos, Daddy's Bigfoot-Hippos, Bang-Bang-Hippos, Kinder-Happy-Debbie-Hippos. Okay. Aber ich sehe, uns ist alle nichts Gescheites eingefallen. Gott sei Dank. Tatsächlich, ja. Die Frage war super optimal. Ja, ich glaube, die ganzen Fragen sind alle einfach nur aus dem Englischen übersetzt. Das kann durchaus sein, ja. Und dort ist dieses Spiel auch sehr beliebt. Also, ja. Oh, Wahnsinn. Frechheit! Ja, macht nichts. Ja. Humping Hungry. Humping Hungry Hippos, das ist sogar ein Name, der wird durchgehen. Ja. Ja, hör auf. Geh weiter. Mit so einem Krampf. Aber zwei haben keine Antwort abgegeben.
Ja. So, Anja, vielen Dank für deine Glückwünsche. Vielen, vielen Dank. Wo ist das mir schon fast peinlich? Das ist ja schon hier geworden. Ach, ja. Ich glaube, da war ja noch ein Falco. Ne? Vienna Calling. Mich hat das Komma total irritiert. Aber al dente an der Wende, 100% Whiplash. Perfekt. Der war wirklich gut. Der war wirklich gut. Warum gewinnt immer Doschen? Das fragen wir uns alle. Okay, Peppi, wie kann man joinen? Nun, du gehst bitte auf die Seite checkbox.tv. Also checkbox.tv. Genau. Und dort gibst du deinen Namen ein und dann wartest du, bis wir wieder das Bild einblenden. Dann wird ein neuer generierter Code sein. Da musst du schnell sein. Ich könnte mich auch einfach jetzt außen vor lassen, aber ich habe Geburtstag, also spiele ich natürlich mit. Und ne? Aber alles, ich habe es jetzt klein geschrieben, musste alles groß schreiben, gell? Muss ich? Okay. Oh, das macht es, glaube ich, automatisch. Nein, macht es automatisch. Gut. Liebes Publikum, seid ihr bereit? Dann blende ich es wieder ein und dann muss man schnell sein. Es tut mir leid, es geht nicht anders. Es geht wirklich leider nicht anders. Wir werden bei Zeiten mal schauen, vielleicht gibt es ein anderes Spiel, wo man noch mehr Leute spielen können, aber hier sind wir leider ein bisschen beschränkt. Beschränkt? Nein, doch. Doch, man könnte es anders machen. Ich könnte jetzt ganz langsam jeden einzelnen Buchstaben vorlesen. M. Ja. L. Ja. S. S, ja. Genau. Und der letzte Buchstabe. E. Boom. MLSE. Klingt wie eine Krankheit. Und keiner join. Ah, doch, jetzt. Boom, 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 boom. Bam, 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 bam. Bam. Das ging ja flottigst. Und 5 in der Audience. Ist ja der Hammer. Wahnsinn, oder? Und neu, der Steam Briggs ist da. Der Simon Briggs ist da. Uff, neue Gegner. Viel Feind, viel Air. Und wer ist das? Ja. Pop? Wer Pop ist Pop? Ist Pop, Pop, populär. Ist es nicht der Popel? Nein, das ist nicht der Popel. Nee, Popel ist auch da. Ja. Achso, ja, stimmt. Vielleicht hat er 2 Accounts, damit er endlich mal gewinnt. Popel of Bricks oder so? Nee, ich glaube, der Popel hat 2 Accounts jetzt, damit er endlich das mal gewinnt. Das könnte sein. Ah, der Popaxi, der Popaxi. Ah. Ist das mein Moderator. Er ist ein absoluter Nerd. Also, nerdige Antworten kommen sicher von ihm. Alter. Okay, ich habe eine sehr, 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 sehr schlechte Antwort und eine durchaus lustige. Also, ich erwarte mir einen Whiplash und einmal eine Katastrophe. Schauen wir mal. Weil eine Frage war einfach nichts. Eine Frage war eigentlich...
Der Name des Rentiers, welcher der Weihnachtsmann nicht ausgewählt hat, um seinen Schlitten zu ziehen? Blue Skimbilly, Angela Merkel. Dorsten, schon wieder. Wird schon langweilig. Los, zieh, Angela, zieh! Schlitten sind doch Neuland für uns. Angela, the Red-Nosed Reindeer. Es war nicht ich. Tatsächlich. Oh, Blue Skimbilly. Ich schon, ja. Guter Einstand von Steam Bricks. Eine Auszeichnung, die du nicht gewinnen möchtest. Höchste Aussicht auf den Arsch der Nation. Rektale Untersuchung. Beides für den Arsch. Schon, ja. Was soll man machen? Klaus und Beate, ich werde dann einen Aufruf entsprechend starten, aber man kann die Leute ja nicht zwingen. Ne? Schauen wir mal, wie es ist. Ein witziger Trick, wie du deinen Doktor verarscht. Reingeschaut und dann auf die Schulter. Lese vorher alles auf Wikipedia. Oh, okay. Gut. Das ist mal recht zurückhaltend. Ja, das ist richtig. Aber beides nicht so toll anscheinend. Hm? Ein unpassender Name für einen Clown. Briggs Picknick Klaus K. Einer ist sogar sehr passend, aber gut. Klaus Kleber. Lassen wir es so. Bleiben wir dabei. Ja. Ja, Popel, es tut mir leid, dass ich den Whiplash versaut habe, aber der ist nicht unpassend, der ist sogar sehr passend. Deswegen konnte ich das nicht nehmen. Ein furchtbarer Name eines Gangsters aus den 1930ern. Fardy Freddy, Jack the Herpes Joe. Okay, beide gut. Beide sehr gut. Tatsächlich sind beide sehr, sehr gut. Wie kommt man auf sowas? Ich habe keine Ahnung. Oh, der tolle Gurgler. Gut, gut. Ja, beide gut. Wonach riechen John Goodmans Rülpser? Verzweiflung nach Rosens Mumu im Rechtsraum. Ob das muss ein Quiplash werden? Jawohl. Jawohl. Seht. 100%. Whiplash. Der war richtig gut, der war verdient. Jetzt bin ich zufrieden. Das Schlechteste, dass man aus der Torte bei einer Junggesellenfeier kommen kann. Die Schwiegermutter in Spee, 6. Ich verstehe das zweite nicht. Ja, nicht. Schwierig. Ja, Simon, wenn ich. Ich habe mir schon gedacht, dass es von dir kommt, Simon. Das musst du uns mal erklären. In dem Alter ist er noch nicht. Ach so, okay. Ja, gut. Dann aber er hat ein Quiplash ermöglicht. Och, Quiplash. Was sollte niemals hausgemacht sein? Rektaluntersuchung, Atombomben. Ja. Oh, Ralf, vielen Dank. Vielen, vielen Dank.
seltene Ehre, wird uns zuteil. Ich habe einfach zweimal dieselbe Antwort gegeben, weil ich habe keine Ahnung gehabt. Ja. Ja, mein Whiplash hat mich nicht auf Platz 1 gebracht. Aber noch nichts. Zweite Runde. Oh Mann. Das mal reiß ich nix. Naja, nicht. Das wird nichts, glaube ich. Das wird gar nichts. Markus ist weg. Ich sehe nur noch die Brücke der Enterprise. Du hättest dich jetzt so auflösen müssen, als hätten sie dich weggebeamt. Na, das geht leider nicht. Der Name einer Pizzeria, von der du nicht bestellen solltest, Pizza Urknall, Pizza Prostitutione. Pizza Prostitutione! Ja, mit extra Anchovies. Mit oder ohne Pilze? Ich wollte keinen Thunfisch. Das ist kein Thunfisch. Dankeschön, Dankeschön. Whiplash. Fantastisch. Eine verlockende Betreffzeile einer E-Mail aus deinem Spam-Ordner. Sexy Treffen für kleines Taschengeld und nichts. Ja, nichts habe ich oft als Betreff. Ja, das stimmt. Was solltest du bei einer Reise durch die Sahara-Wüste vermeiden mitzunehmen? Moonboots, Kaffeewärme? Das ist tatsächlich schwierig. Moonboots. Donnergurgler. Der ist gut drauf. Das Beste daran, ins Gefängnis zu gehen. Klemmbaustein bauen, gratis Essen, mietfrei und gratis Fitness. Ob man da drin Klemmbausteine bauen darf, ich glaube nicht. Na, weil mit Kobi, mit einem Kobi-Set könntest du wahrscheinlich sogar ausbrechen. Das kann sein, ja, das kann sein. Okay. Unentschieden ist gut. Die Audienz hat es gerissen. Vielen Dank. Vielen Dank. Eine sonderbare Sache in einer Stellenanzeige wäre Hilfskraft gesucht als Hilfskraftsucher. Oh, keine Antwort. Schade, schade. Ei. Schade, ja. Frankie, Servusler. Ein Zeichen, dass du ein schlechter Lehrer bist. Die Kinder trinken und kiffen im Unterricht. Jens später. Ist das auch österreichische Politiker? Nee. Aber ich bin gespannt, ob Roberts und Briggs eine Antwort gegeben hat. Das wäre Wahnsinn. Oder der Daumen-Gurgler.
Warum ist der Turm von Pisa schief? Ist der Turm schief oder die Welt? Der hat Fehlteile. Eine Brechstange aus Kopisteinen, ja, das wär's. Mhm. Das Ausbrecher-Set. Das wird ein Quiplash. Ja, das habe ich befürchtet. Mit diesen Fragen konnte ich nichts anfangen diesmal. Ja, yep. Kann nicht immer funktionieren. Glückwunsch. Quiplash. Sehr gut. Gratuliere. Und da sind wir schon. Jetzt werde ich abrutschen. Tatsächlich. Wie ist das möglich? Last Flash. So, jetzt brauche ich eine super Antwort. Brauchen wir alle. Wonach schmecken Veganer? Ist so offensichtlich. So ein Blödsinn. Dreimal keine Antwort. Nach Nova Biontech, nach dem Rülpser von John Goodman, nach getrockneten Sojasprossen, wie Polizisten aus dem Grün in den Braun, molekularer Elitismus. Okay. Aber wenn die Rülpser von John Goodman, ne, nicht von der Glemme sind, die Antwort, dann wurde ich sie geklaut. Ich wollte das, vielleicht kann man sich erinnern, ihr könnt zurückspielen, wo ich sagte, das wäre zu offensichtlich. In dem Moment wollte ich das schreiben, aber es wäre zu offensichtlich. Jemand hat mir meine Idee gestohlen. Wir sehen uns vor Gericht. Schau mal, ob der Solmecke Zeit hat. Eine sehr sozialkritische Antwort war das. Top Antwort. Geklaut und doch noch abgezogen. Hammer, oder? Aber das wäre lustig gewesen, wenn wir beide dieselbe Antwort gehabt hätten. Hätte ich es dann doch geschrieben. Verdammt. Jetzt ärgere ich mich. Ja, Popel, trotz des Mock-Klaus sozusagen nicht gewonnen. Dritte Runde, dritter Sieg. Ich glaube, ich soll jetzt mal aussetzen, oder? Ja, ich wollte auch gerade aussetzen, aber wenn du aussetzt, kann ich nicht auch aussetzen, oder? Oder sollen wir beide mal aussetzen? Ja, können wir machen. Ja, setz mal beide aus. Starte einfach ein neues Spiel. Dann lassen wir gleich den Screen offen. Und Leute, zwei freie Plätze extra. Ne? Seid ihr soweit? Ja. Dann klicke ich. Er klickt. Aber wir können ja in die Audience. Ja, genau. Wie geht das? Warten, bis das Ding voll ist und dann einloggen. Okay. CCIL. CCIL. Oh, zwei Plätze noch. Ja. Bam. So, wir sind im Publikum. Berühmtes Publikum. Jetzt kann es sein, dass der Popel starten muss, weil er oben Erster ist. Okay. Also Popel, du hast die wichtige Aufgabe, das ganze Ding jetzt zu leiten.
Das schaffst du schon. Oh ja, er macht das. So, sehr gut. Der Berle ist dabei, der Rupert Markus, der Hen hat es jetzt geschafft, tatsächlich. Es wird spannend. Ich bin schon gespannt. Auf dieser Seite war ich noch nie. Und es wird toll. Wir werden uns jetzt bei den Was noch da? Wir werden uns jetzt bei den Antworten abwechseln, der Dorschen und ich. Weil lesen kann ich auch. Noch nicht allzu lange, aber ich. Alles gut. Okay. Jetzt müssen wir sowieso warten. Jo, ewig lang. 1,5 Minuten. Überraschung, Dorschen gewinnt. Ja, dieses Mal nicht. Wenn ich jetzt wieder gewinne, dann stimmt irgendwas nicht. Dann ist es komisch. Wie ist der Schädel? Warum wieder schon langsam? Das gibt's ja gar nicht. Schade. Schade. Weil jemanden aus der Brigittenau hätte ich gern gebraucht im Team. Oh, der Bob war schnell. Oh, Robert Markus. Ich bin gespannt. Oh ja, definitiv. Oh, der Hen. Hen ist auch dabei. Ja, der Hen ist auch dabei. Das Star Trek Lexikon. Ja. Und die anderen drei schlafen noch? Ah. Robert und Briggs hat es geschafft. Und zwei fehlen noch. Die Berli fehlt. Ja, Berli ist auch fertig. Eine Person eine noch. Fehlt noch. Ja, alter Sack, der Christoph Schädel, im Prinzip mein bester Haverer, mein bester Freund. Kommt das bei Gittenau und sonst, weiß ich nicht. Es gibt tatsächlich noch ein paar andere, die ebenfalls aus der Gittenau kommen. Ja. Das schlechteste Future deines Autos, welches mit Halter endet? Kinderhalter, Hirnhalter? Aber ich heiße Kinderhalter, Halter und Hirnhalter. Alter. Das wäre dann wirklich das schlechteste Feature. Sag mal Halter. Kinderhalter. Oh ja, die Begitterau ist ein schönes Stück Erde, da hast du recht. Gut, der Poppel hat gewonnen. Warum? Mit Hirn. Genau. Du solltest an keinem Ort namens ... eine Massage bekommen. Innere Po-Spalte oder Happy Endings? Das Happy Endings, das sagt mir was. Aber was ist, aus welchem Film ist das? Also wenn ich eine Massage bekomme, dann hoffe ich doch auf ein Happy Endings. Also ich meine, das ist der einzige Grund, warum man eine Massage möchte. Was solltest du niemals bei einem Flohmarkt kaufen? Gebrauchte Kondome, gebrauchtes Luban-Sets. Was ist schlimmer? Das Luban-Set kannst du waschen, das ist wie neu. Mit Kondomen würde ich es nicht empfehlen. Ja. Kann man die kochen? Ja, Robert Markus, der denkt einfach zu brav. Ja. Lass dich gehen, Mann. Lass dich gehen. Das Leben wäre besser, wenn wir alle in ... leben würden. Wenn wir alle in Sandys Glaskuppel leben würden oder in heißen Strapsen leben würden. Sandys Glaskuppel, was ist das? Eine Anspielung auf irgendwas? Ja, das Eichhörnchen von von SpongeBob. Ah, SpongeBob. Oh, jetzt war ich zu langsam. Tut mir leid, Friedhams Papa, ich hätte es dir gegönnt. Auch um ihn dann unentschieden. Sandy ist Kult. Der beste Gegenstand, der aus einer Kanone abgefeuert werden kann, Klaus K. Kobi-Steine. Ich sag's gleich, ich war's nicht. Die Audience geht geschlossen zum Klaus K.
Es ist mein Kanal, was soll ich sagen? Das Schwerste daran, Batman zu sein. Man muss so viele Antidepressiva kaufen und die Lederlappen zu reinigen. Das mit den Lederlappen versteht auch nicht jeder. Ja, ist richtig, ja. Lederlappen? Lederlappen. Quiplash. Quiplash. Wir haben das mit den Lederlappen dann doch mehr verstanden, als ich dachte. Ja. Sind ja doch alles Nerds. Unverbesserliche ja, Nerds. Erfinde eine Bezeichnung für die Flüssigkeit, die sich oben an einer Ketchupflasche absetzt, wenn sie länger steht. Ketchsuppe, Vampirblutabsetzgrütze. Ja, pfui. Ja, genau. Enges Ding. Etwas, das du nicht in den Sandkasten deiner Kinder tun solltest. Klemmbausteine oder den Analplug der Mama. Aber was willst du denn mit einem Analplug voller Sand? Was sind das für Vorlieben? Man spürt es mehr, ich weiß es nicht. Ja, genau, die Mutti soll ja auch was fühlen. Irgendwann mal bettelst du neben Sandkorn, damit du was spürst. Ja. Mal schauen. Robert Markus. Dicht gefolgt von ZH. Fantastisch. Schließt die Frage sehr schnell. Ja, das geht nach Zeit. Nee, aber natürlich, wenn das Internet lahmt, kann schon sein, dass man nicht hinterherkommt oder so. Genau. Mhm. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Das Lustige ist, wenn du das Spiel ein paar Mal gespielt hast, geht dir die Musik sowas von auf den Keks, ne? Das glaube ich dir, ja. Es gibt ja jetzt auch eine Kaufversion, die man dann auch über Livestreams direkt machen kann, dann, wo auch mehr Leute mitspielen können, aber ne. Das ist eine Kaufversion, die ich hier habe. Also die ganz normale Version ist das hier. Nee, aber da gibt es ja auch gratis, die Version. Oder nicht? Nee, das ist, kannst du die auf Steam kaufen. Ah, es ist eh dann die, okay. Na dann. Nagelsmann sucht nach einem Plan. Drei überlegen noch. Noch 60 ja, Sekunden. Wer ist denn da? Der ZH überlegt noch. Die Berli. Genau. Und der letzte. Trommelwirbel, schnell, 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 hopp, hopp, hopp. Er hat es nicht geschafft. Nichts. Leider nichts. Der perfekte Song, den man auf der Toilette summt. The Final Countdown. Dirty Diana. Beides gut, beides gut. Noch fand ich auch witziger. Jo. It's a final countdown. Woran denkt Abraham Lincolns Statue, während sie rumsitzt? Trump sucks oder könnte ich doch nur rülpsen? Warum will er so riechen wie Roseanne oder was? Vielleicht ist das erstrebenswert. Ich weiß es nicht. Vielleicht. Vielleicht, man weiß es nicht.
Vielleicht hat sie eine blütenfrische Mumu, wer weiß das schon. Ne? Ja, ja. Ich glaube nicht, aber gut. Wie man am besten Kaugummi aus den Haaren bekommt, durch die menschliche Kälte des Klaus K., drauf pissen. Oh mein Gott. Ich weiß schon, warum wir das auf deinem Kanal machen. Kommt nicht von mir. Es kommt von Bubaxi, das ist halt dann, macht es nicht unbedingt besser. Eine kaum bekannte Tatsache: Der vierte heilige König hat Baby Jesus das schlechteste Geschenk gebracht, nämlich deine Mutter oder Fußkäse. Erdbeerkäse, aber was ist der Fußkäse? Ich habe keine Ahnung, was Fußkäse ist. Aber deine Mutter, Alter. Fußkäse. Fußkäse. Vielleicht ist das so eine Sache, die man in Norddeutschland sagt. Weiß man, das wissen die. Möglich. Wie im Süden. Was hoffst du mit vom Mars Rover gefunden? Ein Marsriegel, meine Villa mit WLAN. Villa mit WLAN auf dem Mars? Schwierig. Ja, Käsefüße gibt schon natürlich, ja, das stimmt. Käsefüße, ja, aber Fußkäse. Ja, das ist ein Unterschied. Thomas, Servusler, schön, dass du da bist. Herr Professor hat wieder zugeschlagen. Fast der Quiplash, ja. Ne? Mhm. Three times hat es verhindert. Das Schlimmste, das mit Noahs Arche passieren könnte, sie wäre auf Sand gebaut oder sie wäre gegen einen Eisberg geprallt. Schwierig, schwierig. Wohin verhindert eine Quiplash? Heute sind sie wieder alle böse, du. Ja. Muss man sich wirklich verdienen. Welchen Brummi würdest du essen, wenn du ein Kannibale wärst? Und was wäre die Beilage? Markus mit Klemmbauch. Oh, keine Antwort. Oh, okay, Freedoms Papa, du hast wirklich Hausverbot. Das wird mir zu weird. Wirklich, wirklich, Mann. Abartig. Du bist krank. So. Du weißt, du bist süchtig nach Schokolade, wenn du braune Klemmbausteine isst, der Blick in Kloschüssel den Appetit anregt. Oh. Zartbitterwürstel. Na gut, na gut. Na, schauen wir mal, ob sich was getan hat. Ich glaube, Robert Markus hat schon seine Führung ausgebaut, aber ja, tatsächlich. Und der Professor ist ihm dicht dran. Das mal gewinne ich nicht. Na, nimm mal hoch. Die letzte Frage ist der Last Lash. Jetzt werden wir sehen. Wird es Robert und Brick schaffen? Wie würdest du das Wirtschaftssystem wieder ins Gleichgewicht bringen? Okay, das kann, glaube ich, nur ein Professor beantworten. Wir kennen uns da nicht aus. Freibier für alle. Ich würde noch 25 Filialen aufmachen. Die kommen schon noch. Das befürchte ich auch, ja. Klo in the Dark, Bing Long, Servus, schön, dass du da bist. Servus, Bing. Es wäre so, als wärst du gerade noch hier gewesen, hättest du Kung Fu trainiert. Jetzt bist du schon zu Hause und schaust zu. Und am Ende gewinnt Doschen. Sei ja, wenn ich jetzt auch wieder gewinne, dann wird es komisch. Ja, definitiv.
Corona leugnen, alles Geld zu mir rülpsen. Ich stelle mich auf die andere Seite, Freibier für alle. Wir hatten das jetzt geklaut. Ich kaufe alles Nutella dieser Welt. Oh, Nutella ist super. Ja, Papa Axel, was sind das für Fragen? That's the point. Ich, wie der Dorschen vorhin schon erwähnt hat, das wird wahrscheinlich vom Amerikanischen einfach eins zu eins übersetzt worden sein. Mhm. Manchmal ist es schwierig, manchmal passt es einfach. Es ist einfach. Ja. Bei Freibier habe ich zum Lesen aufgehört. Ja, es hilft zumindest manchen Wirtschaften. Das ist richtig. Aber Freibier wäre der Tod von Peppi. Das wollen wir ja nicht. Stell mich auf die andere Seite. Das ist wegen Gleichgewicht und Robert Markus und so, ja. Komm auf die dunkle Seite der Wirtschaft. Corona leugnen, naja gut, das probiert man, aber es ist halt schwierig. Ne? Alles geht zu mir. Wow, der Professor. Evil Scientist Professor. Das glaube ich ja aufs Wort. Freibier für alle. Sehr gut, Belli. Das hat die Fähre. Nicht viel. Aber ein bisschen. Und? Ja. Rupert Markus. Gerade noch. Gratuliere. Gut gemacht. Gerade noch geschafft. Nicht schlecht. Schubiduppi. So. Schwimmen wir wieder mit, oder nicht? Oder doch? Oder wie? Hätte ich schon gesagt, oder? Ja, doch, sicher. Oh, naja. Schicke ich dir den Code? Ich bitte darum, den Code. Bitte Code eingeben. Disconnected. Ja, spielen. So, liebe Zuschauer, wenn ihr mitspielen wollt, dann haltet euch bereit. Es gibt vielleicht da draußen ein paar wenige wie der Klaus und der Clement, die schon ein bisschen älter sind, die ein bisschen langsam sind, gebrechlich. Die wollen aber auch mitspielen. Wir sollten uns in diesen Tagen auch um die älteren Leute unter uns kümmern, ihnen ein bisschen eine Chance geben, mitzuspielen. Die haben ja sonst nichts. Ne? Machen wir ihnen die Freude. Für die, die jetzt schon ein paar Mal mitgespielt haben, vielleicht mal eine Runde aussetzen, anderen eine Chance geben oder auch nicht. Ne? Ich wollte es ja gesagt haben, weil es ist eh nur der Klaus. Ne? Aber es wäre natürlich toll. Ne? So, ich werde das jetzt bitte einschalten. Ne? Auf drei. Jawohl. Eins. Bam. Y-A-U-T. Das ist Y-Out. Jetzt macht gleich Bam, Bam, Bam. Na Klaus, wieso hältst du dich jetzt zurück? Nur weil du einmal dabei warst. Ich bitte dich. Bam. Donnergurgle. Hat der Name nicht passt? Der Volker ist dabei. Neu und der SM aus CH. Steinemeister aus der Schweiz vielleicht. Ne? Ja, denke ich mal. Ja, denke ich mal. Das heißt, jede Antwort, die uns ganz komisch vorkommt, wird wohl von ihm sein. Aber mal schauen. Na, weil das natürlich, muss man schon sagen, die Schweizer haben schon ihre eigene Mentalität und ihre eigenen Wörtli. Und das wird dann schon lustig, glaube ich. Na, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Starten wir los? Ja, natürlich. Wird lustig. Starten wir los. Wird lustig. So. Und los geht's. Quiplash! Quiplash! Herr Christoph, vielleicht ist dein Internet wirklich zu langsam. Das kann sein, Christoph. Aber ich kann dir den Code nächstes Mal privat schicken, Christoph. Machen wir doch unter Haberer. Fralle. So, wo sind die Fragen? Das frage ich mir auch nämlich. Das. Hm.
Alter. Hm. Ich weiß nicht mal, was das ist. Das Moa Quiplash werden, wenn das keiner wird, bin ich beleidigt. Nee, sorry. Schwierig, schwierig. Klaus, wer war bis jetzt in jeder Runde dabei? Weiß ich gar nicht. Gibt es da jemanden? Und selbst wenn, ist ja, macht ja nichts. Das ist doch ein Spui. Ja, ja. Ein Spui. Baby, du bist zu langsam. Ich verstehe schon, du siehst den Code doppelt. Aber du musst ihn nur einmal eingeben. Das ist nicht so wie bei Lego Masters, da muss schnell sein. Ja, gibt's kein Buzzer, verstehst? Es geht nicht immer und überall. Ein eindeutiges Zeichen, dass es in deinem Haus spukt. Kobi fällt auseinander, die Kinder sind ruhig. Ja, Esel. Oh, guter Einstand vom Herrn Steinemeister. Aber ich habe einen Quiplash verhindert. Ja. Guter Einstand. Gratuliere. Das Nummernschild eines selbstgefälligen Idioten in einem teuren Auto. Dildo 007 DEPP01. Hm, auch beides gut. Ich wundere, dass nicht Klaus irgendwie vorkam, aber hey, was weiß ich. Eben. Oh. Ziemlich ausgeglichen, aber Volker holt sich den Erfolg. Die Audience reißt raus. Erfinde den Namen einer Biermarke für Babys. Nuckel Nuckel 4,2 Duplo Light. Nuckel Nuckel. Ja, ich würde es trinken. Ja. Oh. Nicht schlecht. Gerade noch, vielen Dank, hätte nicht erwartet. Also hätte ich nicht erwartet. Was solltest du als Captain eines Bowling-Teams niemals sagen? Setz dich auf den Kegel. Klabusterbären zum Angriff. Natürlich. Hey, was soll das? Das ist ja eine Frechheit. Siehst du, mein Bruder? Ich war nicht da für dich. Die Heißen. Ja, so ist das. Naja, ist jetzt so. Ein schrecklich klingender Name für eine neue Fernsehsendung. Brickfick, 5 vor Vögeln. Okay. Aber dieser Brickfick hat sich ja umgenannt, oder? Der ist ja nur noch Fick oder so ähnlich, habe ich jetzt mitbekommen. Das weiß ich nicht. Nicht? Aber versaute Antworten ohne Ende, du. Mhm. Oder der Fick heißt er jetzt. Irgendwas in der Richtung weg. Wie man am besten ein Heinzelmännchen einfängt, ein Stück Kuchen und ein Glas Milch. Transfersticker. Wie kommt man vom Einzelmännchen einfangen auf Transfersticker? Indem das eine verdammt miese Antwort ist und ich habe keine Ahnung, was ich schreiben soll. Hm. Aber es reicht für Unentschieden. Und das, die Audience reißt raus. Ja, so ist es. So ist es nämlich. Verstehst du?
Der Nebenjob der Zahnfee. Perlenketten herstellen. Oh, keine Antwort. Schade. Eieiei, schade, schade. Das ist zu einfach für einen Donnergurgler. Aber gute Antwort. Hätte schon passt gehabt. Etwas Verrücktes, was man während einer Darmspiegelung entdeckt. Das Zwerchfell Flörsheim. Der war nicht schlecht. Wow, okay, da ist der angesagte Replay, oder? Jawohl. Wow, das schicke ich am Montag dem Chef. So geht das nicht. Für den Sieg macht er alles. Ja, aber ich bin nicht Erster. Ja, tatsächlich, der Donnergurgler. Still und heimlich. Nächste Runde. Die Leute haben gesagt. Schauen wir mal, ob die Leute es wirklich gesagt haben. Eieiei, jetzt waren wieder mal selten dämliche Fragen. Hm. Schauen wir mal. Es wird nichts. Das wird nichts. Schade. Was hat das mal? Jupp. Ein guter Name für eine falsche Identität. Klaus K., Johnny B. Briggs. Ja, mit der Antwort Klaus K. greift man nicht immer alle Punkte ab. Ja, das ist richtig. Das ist tatsächlich richtig. Volker, gratuliere. Verdient. Verdient. Der wahre Grund, weshalb die Dinosaurier ausgestorben sind, sie haben zu viel Glimmbausteine gefressen. Ich hatte Hunger. Ist der Friedhofs Papa wieder dabei? Wow, der war bass. Tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir sehr leid. Da muss man aufpassen. Macht sich unbeliebt. Macht er nichts. Aber er hat es wirklich geschrieben. Er nimmt es mit Humor, das ist doch super. Und es ist die Wahrheit. Ein unwahres Gerücht über Alvin aus Alvin und die Chipmunks. Alvin steckt im falschen Körper, er ist eigentlich Alf. Alvina steckt im falschen Körper, ja. Das ist natürlich, ja. Ach, Alvina, ja. Alvina. Aber Donnergurgler, Dankeschön. Es haben nur 4 geantwortet. Eigentlich zu wenig, Leute. Ein guter Ersatz für den Puck im Eishockey. Kaviardose Kruppipanzer. Hm.
eine Dose von dem Stinkefisch. Wie heißt der nochmal? Surströmming. Genau, genau, das wär's. Ja. Wer zu hart schlägt, ne? Der. Ja, das wäre eine gute Antwort gewesen. Dankeschön. Ein guter Name für einen Präsidenten, welcher noch kein Name eines Präsidenten ist. Oh. Hey. Oh. Leader of the Pack. Na gut. Ein realistischer, ehrlicher Werbespruch für Fastfood. Gönn es dir, weil Veganer es nicht können. Es macht nur minimal fett. Oh. Ja, aber das ist doch gar nicht ehrlich. Das ist richtig, ja. Es gibt ja auch veganes Fastfood. Auch das ist richtig. Ist sogar nicht schlecht. Es gibt bei uns eine vegane Fastfood-Kette, die ist wirklich gut. Ja, soll man nicht glauben. Was kannst du nur in einem Supermarkt machen, wenn niemand hinsieht? Probieren, was geht? Obst naschen. Probieren, was geht. Einmal durchs Biersortiment, bitte. Mhm. Oh, Donnergurgler, ich habe mich revanchiert. Wow. Da werden Kooperationen geschmiedet, wie schön. Ja. Naja, mach nichts. Bei welcher Suchanfrage im Google ist die NSA es leid, uns auszuspionieren? Gibt es Asterix-Sätze in meinem Lidl? Natursektanalysten. Was zur Hölle? Tatsächlich. Aber die Audience, die oh, will ja. Asterix. Ja. Und hat nicht festgestellt, dass Natursektanalysten eigentlich NSA heißt. Oh, na schon. Oh. 10 Punkte Unterschied. Weit abgeschlagen, Hammer. Oh. Er hat die Dinos ausgerottet und doch auf Platz 1. Naja. Ja, wer die Dinos ausrottet, der hat den ersten Platz verdient, ne? Oh ja. Wie man Schambehaarung nicht entfernen sollte. Schauen wir mal. Ja. Ja, Hügel, weil ich vorhin nicht mitgemacht habe, da wurde meine Glückssträhne unterbrochen. Bin ich selber schuld. Mit Leberwurst, die der Hund dann ableckt. Aha, Sackmesser. Mit Heißwachs, Niederbrennen, Flammenwerfer, mit einem Kobi-Teil drin, einen Jakoschwerter, mit dem Flammenwerfer. Zweimal Flammenwerfer, tatsächlich. Da hätten beide nur Flammenwerfer geschrieben, dann wäre es ein Jinx. Okay. An einem Monorail-Knoten. Das wäre, ja. Ja, die besten Antworten fallen dir immer dann ein, wenn du nicht mitspielst. Das ist richtig. Ja, Bälle mit Heißwachs macht man das doch durchaus hin und wieder mal. Ne? Aber sollte man nicht. Nee. Den Jago-Schwerter, ja, kann man machen. Hm? Mit dem, das reißt's raus. Scheint so, ja.
niederbrennen. Naja, alter Sack. Schambehaarung gibt es nicht nur auf der Mumu, aber macht ja nichts. Ja, die Leute schauen von links nach rechts und von oben nach unten und Flammenwerfer kam früher als mit dem Flammenwerfer. Und schon hat man verloren. So ist das nämlich. Und Sackmesser, Top-Antwort, jawohl. Wow. Natürlich mit einem Schweizer Sackmesser, ne? Mit einem Schweizer Messer. Es ist so passend, ne? Schambehaarung, absolut, Sackmesser. Wirklich, ja, absolut. Ja, Hügel, dazu muss man vorher eine haben, um sie zu entfernen. Was, eine Scham, oder? Schambehaare, ja. Vielen Dank, Papa. Glückwunsch. Schade für die Dinos, aber... Aber Flörsheim ist Top-Antwort. Oh ja, wow, das wird der Nachspiel haben. Wow. Nee, super. Wirklich cool. Und Sackmesserli. Sackmesserli, oder? Ja, so ein Messer ist schon super. So, machen wir noch eine Runde. Ja, wenn die Leute noch wollen, dann machen wir das. Dann klicken wir den Bildschirm weg. Ich klicke ihn weg und ich werde auch nur zuschauen. Ich lasse den Leuten einen Platz mehr. Du möchtest nicht mehr? Na, möchten schon, aber ich lasse mal die Leute lieber spielen. Damit die auch was davon haben. Ja, dann spiele ich jetzt noch mit und setze beim nächsten Mal aus, wenn wir noch spielen sollten. Ja, dann spiele ich wieder mit. Oder so. Vielleicht geht sich das hier aus. Dann kannst du. Kann ich? Gut. Jawohl. Dann Christoph Schädel, konzentriere dich. Sehr schnell. Jemand von der Brigitte Lau muss dabei sein. Also Christoph Schädel, ich sag's dir einfach an. R-A-K-G. R-A-K-G. Richard Anton Konrad Gustav. An alle, die gehen, gute Nacht und schön, dass ihr da wart. Schön, dass ihr da wart. Vielen Dank. Aber wir haben einen neuen Stuhli. Stuhli. So, ja, ich kann dir die Audience. Moment. Ja. Ich in die Audience. Passt. Dann starten wir los. Jupp. 3, 2, 1, los geht's. Deine Frau gibt die Antworten für den Spanner. Okay, also es wird weniger mit Essen zu tun haben. Guter Hinweis. Danke. Ja, ich bin gemein. Aber ich habe heute Geburtstag, ich darf das. Eben. Pepi war 20 Sekunden Zeit versetzt. Aha. So. Nee, ich bin gespannt. Huch, da schreibt er viel. Da schreibt er viel. Viele Wörter, viele Buchstaben. Dabei hat Flörsheim gar nicht so viele Buchstaben. Ja, ey. So, 37 Sekunden und 5 Leute überlegen noch. Was ist da los? Der Steinermeister ist fertig. Der Probaxi ist wieder da. Probaxi, hol den Sieg. Ah, einer fehlt noch. Hol den Sieg. Rot-Weiß-Rot. So schaut's aus, ne? Eine Dachregion haben wir jetzt. Wir haben Leute aus Österreich, aus der Schweiz und auch aus Deutschland. Stuhli. Christoph, vielleicht bist du ja auch zeitversetzt.
Kann sein. Der beschissenste Wildwest-Film war Schießerei am Punkt, Punkt, Punkt Coral. Pussy Strange und Arschloch. Das ist lustig, weil Coral sagt mir auch der von Walking Dead, das Anakin, sagt mir Coral. Und das war auch ein Arschloch Coral irgendwo. Ne? Meinst du den Karel? Ja, genau. Gibt es dieses Meme, Coral. Was passiert wirklich, wenn du zu lange in die Sonne schaust? Corona wird aus dem Hirn gebrannt. Kann Kobi-Steine im Dunkeln sehen. Hm. Röntgenblick. Mhm. Naja, es gibt ja Glow-in-the-Dark-Steine auch von Kobi. So ist es ja nicht. Ne? Hat man ja schon. Glow-in-the-Dark. Genau. Kobi. Kobi geht immer. Kobi geht immer, ja, wirklich. Überlebenstipp. Ein Feuer entzündet sich, indem du Punkt, Punkt, Punkt aneinander reibst. Klaus K. und Markus die Klemme. Meine Schenkel. Ist eine Frage, welche Schenkel? Ist die Brick Lady dabei? Dann weiß ich nicht, aber dann. Wird es dann heiß oder? Ja, weiß ich nicht. Man weiß es nicht. Popel, deine Schenkel kenne ich nicht, muss man sagen. Aber. Ja. Ein Schenkeler. Aber Robots und Bricks, da müssen wir noch gesondert drüber reden. Gibt es Nachsitzen? Nachsitzen in der Klima. Ein gutes Scherzgeschenk wäre ein explodierendes altes Luban-Set, das muss nicht explodieren, Analplug. Ob das so lustig ist, wenn dir was in deinem Darm explodiert, das weiß ich nicht. Für die anderen. Ja, das weiß ich nicht. Cesaroth, Servusler, schön, dass du da bist. Hm. Oh, Stuli hat den Kipplash verhindert. Ja. Dem Stuhli taugt ein Nagelplag. Naheliegend. Hm? Mit oder ohne Sand. Erfinde eine Weihnachtstradition, welche sicherlich Fuß fassen wird. Sackwärmen, Elchburger grillen. Sackwärmen, aber nur unter Mistelzweig, oder? Gegenseitiges Sackwärmen. Nein, das nicht. Ja, Hen, ich weiß. Zweifache Mama, ich weiß. Das sind beides Gründe, die noch keinen wirklich davon abgehalten haben, ne? Ja, so in der Richtung, ja. Der schlechteste Ratschlag, den dir dein Doktor geben kann, du darfst niemals, nein, das darfst du nicht, essen sie weniger Pommes. Beides ist sehr kontraproduktiv, das stimmt. Oh, unentschieden. Die Audienz ist ein bisschen für mehr für Puppel. Böse, böse Audienz. Die coolste Art zu sterben. Vom Kobi-Panzer überfahren. Der ist bei Snoo Snoo. Hörchen, Whiplash, Hörchen, Whiplash. Snoo Snoo. Das ist die beste Art zu sterben, glaube ich. Snoo-snoo. Oder? Ich weiß nicht. Mein Handy macht da gerade Snoo-snoo. Oh. Baxi? Es passt. Ist okay. Ich bin damit zufrieden. Ist nicht deine Schuld. Weniger Pommes, nö. Das härteste daran, in einem U-Boot zu leben. Zu wenig Platz für Blue Brick Sets. Es gibt zu wenig Essen. Echt? Ich glaube, die haben sogar sehr gutes Essen, weil die müssen eigentlich auf Laune gehalten werden. Ne? Die essen jeden Tag Steak. Ich glaube, da drin stinkt es bestialisch. Ja, das mag sein, ja. Aber gut, für Friedhelms Papa zu wenig Essen, ja gut, ja. Das sind keine Dinos, das ist schon klar. Im U-Boot gibt es keine Dinos. Das ist viel zu groß.
So, schauen wir mal. Oh, ja, gute Frage, ne? Ist Binglong eigentlich Pommes? Ich glaube nicht. Cäsar, vielen, vielen Dank. Super, Baxi, du bist auf Platz 2. Es ist gut, aber es geht besser. Streng dich an, Mann. Vielen Dank, Cäsar. Grüezi, zurück in die Schweiz. Otto. Das Problem ist, ich habe den Bing Long noch nie etwas essen gesehen. Immer wenn ich mir etwas anbiete, sagt er, das darf er nicht essen. Ich glaube, er ist Askese oder wie die heißen. Ich glaube, der isst nicht. Ich glaube, der isst gar nichts. Ich glaube, der lebt nur von Luft und Tee. Bing Long nur von Luft und Tee? Ja, ja. Und aber so ein bisschen Snooze nur, wenn bestimmte Personen nach Wien kommen. Aber hey. Ein Genießer. Ja. Tee und Snoo-Snoo. Ja. Gleichzeitig. Mit dem kleinen Finger nach außen. Dann wird am besten gesnoo-snoot. Nee, ich bin nee. Gespannt. Ich bin gespannt. Hat er nee, sich damals Long, drei Cremeschnitten einverleibt? Keine Ahnung. Nee, hat er das? Nee, der Bing Long. Hat er was zum Sommerspektakel gegessen? Keiner hat ihn jemals essen gesehen. Benenne eine Marke für Tafelwasser. Aqua Con Gazzo Schwasser. Suban Table Water Transclear. Da fehlt ein elfes Luban. Ja. Denke ich mal. Ne? Ja, nicht das sein können, dass das Absicht ist. Jetzt habe ich nicht gewotet. Oh ja. Der Steinemeister. Aqua Con Gazzo. Schweizer Wasser wahrscheinlich. Also, ne? Ach, Schwasser. Schweizer Wasser. Die schlechteste Idee für ein Videospiel in maximal 5 Worten. Klaus Klar klemmt sich durch. Bauen, klauen, Kleber schauen. Schwierig. Alle ein bisschen antwortfaul heute. Ja, ist richtig, ja. Ja, Steinmeister, italienisch ein bisschen. Da Gazzo, verstehe ich schon. Vergiss Kaffee, sprich nicht mit mir, bis ich meine Punkt, Punkt, Punkt hatte. Glatzenpolitur, Morgenschiss. Okay. Ja, bei uns gibt es auch Sprichwort, ne? Der Morgenschiss, der ist gewiss und wenn er erst am Abend ist. Ja. Da Gazzo. Ja, ja, Steinmeister, das weiß man. Ja, die Dinos müssen ja auch wieder raus. Ne? Eine geheime Art, wie man den Rest Ketchup aus der Flasche bekommt. Die 1000 Fäuste des Bing Long. X Bricks einfüllen. Was soll das heißen? Einmal eins Bricks. Das sieht hier so komisch aus. Ja, das glaube ich schon. Sieht nicht aus wie Zahlen. Hm. Das ist ja. Oh. Baxi, du bist auf einem guten Weg. So wird das. So wird das. So funktioniert das. Was wollen wir mit all dem Plastik im Meer tun? Kobi, Schiffe in Lebensgröße bauen, Glemmbausteine für alle. Ist das möglich? Wäre das möglich, die zu recyceln? Das wäre aber wirklich eine Option, oder? Das zu fischen und dann im Recyclingprozess daraus Klemmbausteine machen. Das langlebigste Plastikprodukt überhaupt. Ich hole mir 15 Milliarden und mache das. Ich werde mal den Elon Musk morgen anrufen. Das wäre die Lösung. Vielleicht machen wir das. Der ist cool. Wenn er schläft. Am 147. Weihnachtstag hat mir meine geliebte Punkt, Punkt, Punkt gegeben. Schnieblo oder ein Korb? Was zur Hölle?
Ja, du kannst dich für Fragen voten, die du selbst beantwortet hast. Das ist richtig, ja. Ja. Die Leute kennen einen Schnieblo nicht, oder? Das ist ein Schnitzel und ein Blowjob. Okay. Tja, okay. Ich muss dann, ja, okay. Ja, das hört sich gut an. Eine schlechte Art, unansehnliche Brusthaare zu entfernen, von Bergziegen abnagen lassen. Scharfkantige Klingbausteine. Ja, aber Kobi-Steine sind scharfkantiger. Ja. Ja, aber schon Bau geht auch. Also das wird gehen, das ist wie ein Bickrasierer ein bisschen. Das probiere ich jetzt dann einmal aus. Das wäre ein Videocontent. Ein neuer, völlig beschissener Feiertag. Den Hersteller von Grußkarten einführen, um mehr Geld zu verdienen. Die Grußkartenkauf, der Grußkartenkauftag gehen wir nicht am Sacktag. Das ist gut, den habe ich jeden Tag. Ich wollte gerade sagen, das ist ja ein wöchentliches Event. Wieder ins Papa. Egal jetzt. Oder deine Frau. Seine Frau. Ja, die haben es drauf. Die haben es drauf. Die haben es wirklich drauf. Jawohl. Heute reise ich, also jetzt reise ich nichts mehr. Mhm. Oh, vorletzter. Baxi, immer zweiter Platz. Ich bin nicht böse, ich bin nur enttäuscht. Aber du kannst es schaffen. Du kannst es doch schaffen. Streng dich an. Streng dich an. Ja, Alter. Mach eine super Antwort, Baxi. Der schlechteste Slogan für ein Pille gegen Erektionsstörung. Es ist deine Frage, Baxi. Geht schon gut. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich habe ein gutes Gefühl. Der macht das schon. Ist ein guter. Oh, Robert Spriggs war ganz schnell. Friedems Papa hinterher. Kann man Rückschlüsse ziehen oder nicht? Weiß man nicht. Volker. Ui. Bobaxi lässt sich Zeit. Er lässt sich Zeit, weil er will die perfekte Antwort liefern, um mich nicht zu enttäuschen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Aber lass nicht zu lange Zeit. Du hast noch 4 Sekunden. Bobaxi! Bobaxi! Da kommt nicht mehr. Oh. Steht wie eine Enterprise. Pille ran, steht er stramm, dann hält er wie Schlubahn. Die Latte ist unten. Frischhaltefolie. Die Dinos sind los. Standing Ovations. Frischhaltefolie, du musst jetzt mal nachfragen, warum. Das ist tatsächlich so eine Sache, oder? Hm. Ich will mir jetzt gar nicht vorstellen. Mehr nicht. Bobaxi. Mir ist null eingefallen. Null. Ja. Popel, du hast eh schon geschrieben, voll verkackt. Ja. Das, erklär das mal, Popel. Ja, das muss man auch verstehen können. Die Dinos sind los. Das war offensichtlich. Geht auf Nummer sicher, auf zu Nummer sicher. Wir werden sehen. Die Latte ist unten. Ja. Latte Macchiato. Volker, damit holst du ein bisschen auf und auf Platz 1 kommt der Herr Professor, natürlich. Standing Ovations. Das ist natürlich schon toll, muss man schon sagen. Gratuliere, gratuliere. Wird es reichen für den Professor? Ich weiß es nicht. Der war schon ein bisschen abgeschlagen, aber in der letzten Runde ist alles möglich. Puppel, es gibt ja nur eine Frage in der letzten Runde. Volker Glückwunsch. Gratuliere, Volker.
Gut, machen wir eine Runde noch. Ne? Alles klar, dann setze ich jetzt aus. Genau, mach du den Bildschirm mal weg. Yep, mach mal das weg. So, dann schicke ich dir den Code rüber. Jo. So. So. Ja. Alles klar, Thomas. Schönen guten Abend, gute Nacht, wie auch immer. Gute Nacht. Gut, meine Damen, meine Herren und alle, die irgendwas anderes noch sind, jetzt geht es vielleicht eine Lesung, vielleicht auch nicht. Wenn ihr mögt, ich werde jetzt das wieder live schalten. Ihr müsst schnell sein, ich weiß es nicht. Ich will nicht cheaten, sonst würde ich jetzt in Gisto Schädel den Code schicken, aber das ist halt auch nicht so korrekt. Ne? Deswegen, seid schnell, seid schnell. Auf 3, 2, 1, bam! Theodor Friedrich Zeppelin Paula. So, dann gehe ich jetzt mal kurz vorhin, weil ihr braucht mich jetzt eh nicht. Na, das kriege ich schon allein hin. Bis gleich. Der Gurgler ist da, der Volker ist da, der Peppi Onkel, der Popaxi, der Klaus Kjunke und der Hen. Liebe Afobs, auch der Klaus Kjunke ist da. Jetzt bin ich nervös, jetzt bin ich wirklich nervös, weil, ja, da kann man sich nur blamieren. Wir starten einfach mal. Der Peppi ist da. Alter Sack, vielen Dank, dass du da warst. Nochmal danke für deine Glückwünsche. Wir hören und lesen uns und sehen uns. So, Fragen gibt es für euch, meine Damen, meine Herren. Bitte, seid kreativ, seid lustig, seid spaßig und dann wird alles toll. Erste Runde beginnt. Nachtflieger, gute Nacht. Auch danke an dich für deinen Besuch heute. Und dann schauen wir, was das wird. Also manchmal die Fragen. Alter. Tut mir schwer. Ich tue mir schwer. Gut, erste Frage. Idee für eine neue Sportart, professionelles Schnibblo oder Teile trenne? Idee für eine neue Sportart. Wir hatten doch Schnibblo geklaut. Ich war nicht sagen. Professionelles Schnibblo, super Sportart, glaube ich. Da wäre ich sofort dabei. Wow, das hätte ich nicht geglaubt. Also der Donner Gurgle macht Teile Trainee. Ich schenke ihm ein R das nächste Mal, wenn ich ihn sehe. Die nächste angesagte Ballcrow, wie soll sie heißen? Die Klemmis oder Bibi und Tina? Die Klemmis ist aber super irgendwie. Ja, der Christian weiß nicht, ob er singen kann, aber man kann es ja probieren. Und dann kann ich jetzt noch in die Audience? Nein, ich glaube, es ist zu spät. Ich weiß es nicht. Klaus Kjunke hat... Ja, ich bin auch drin. Oh, okay. Das geht also. Okay. Das Schlechteste, das man während des Bettgeflüsters von sich geben kann. Servus, bin der Peppi. Oder Klaus, kleb mir eine.
Vom Bettgeflüster. Bettgeflüster, ja. Oh, ich liebe dich, Steffi. Beate, Tina, mach ich Tina. Oder Doris, wer ist Doris? Der Pepe. Guten Abend. Was ist wirklich mit Amelia Earhart passiert? Lego in eine Minifigur verwandelt, hat das Cimbalo-Werk besucht. Ja, das war mal so ein Giveaway, oder? Mhm. Tja, mit dem Kobi-Flieger wäre das nicht passiert. Ja. Oh, dürfte ein Whiplash sein für einen Bobaxi? Nope. Hä, warum nicht? Weil das Publikum abgestimmt hat. Warum solltest du einem Pinguin niemals den Rücken kehren? Er hackt einen Plan mit Riddler aus, er kann flutschen. Ja, es antworten nicht mehr alle, die mitspielen. Ja, das ist halt ein bisschen schade. Ja, die Antwort finde ich gut, ja. Pinguin und Riddler. Mhm. Ein paar Punkte gibt es halt dann doch noch. Ne? Hen, wenn du nicht voten kannst, dann refreshen vielleicht. Der schlimmste Zutat auf einer Pizza. Roundbricks Analsaft. Uff, ja. Er kommt auf sowas. Ja, ich weiß nicht. Was soll das Ananassaft heißen? Ne? Und überbackene Klabusterbeeren. Ja, Pizza Hawaii. Ja, ohne Gurgel. Du kannst nicht voten, weil es deine Antwort ist. Du kannst nur bei den anderen voten. Das kann sein. Das Merkwürdigste, das du in einem vatikanischen Souvenirladen kaufen kannst, Tüte 3, weiße Weste des Papstes. Das wäre wirklich merkwürdig. Also. Hm? Jetzt wird's tief. Tief wird's, ja, Pepe. Ist so. Whiplash. Tut mir leid, Bobaxi. Tut mir leid. Glückwunsch. Bist du das? Klaus Kluke. Wer ist denn der Klaus K? Ich weiß es nicht. Ich weiß wirklich nicht. Welches Gewerbe sollte kein Drive-In anbieten? Autohändler, Urologe. Der nächste, bitte. Klaus K. Ich glaube natürlich, der Klaus will nur klemmen, aber vielleicht ist es eher nicht. Oh, der nächste Whiplash. Aber hundertprozentiger. Klaus, warum vermutest du Bloxy? Das glaube ich nicht. Nur weil er Tüte 3 geschrieben hat? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, Bloxy ist gar nicht da. Nein. Leider. Er ist ein guter Freund von mir, dachte ich, aber er ist halt nicht dabei. Ne? Aber er ist auf Platz 1. Round 2. Sie sind in der Sendung, jeder kann sie sehen und hören. Das steht hier. Lassen Sie die Hosen an. Hände da, wo ich sie sehen kann. Das wäre selbst mir zu flach. Was denn? Achso, dass der Klaus will nur klemmen, dass Klaus K. sich hier anmeldet. Ich weiß es nicht. Das wäre genau deins nämlich. Aber macht er nichts. Klaus Klemmer? Ja. Irgendjemand ist der Klaus K. Irgendjemand ist der Klaus K. Klaus K. aus F? Das, wenn das wirklich wäre,
Weil er vielleicht einen Tick bekommen hat, weil du immer so abfällig geredest mit Flörsheim und so. Wer will das jetzt kontrollieren? Und vielleicht hat er einen Spaß. Er ist auch nur ein Mensch. Er empfindet auch Emotionen wie wir. Er ist traurig, dass du ihn nicht angerufen hast heute an deinem Geburtstag. Und jetzt ist er halt dabei und denkt sich, hey, mit diesen ganzen AFOPs ist super, da spielen wir ein bisschen und haben wir Spaß. So schätze ich ihn natürlich ein. Burzum. Der perfekte freie Tag, 12 Stunden am Stück. Schnu-Schnu und Doschkort. Kommt dasselbe. Echt, auf meinem Discord-Server macht man Schnu-Schnu? Na, aber es fühlt sich so an. Wie 12 Stunden Schnu-Schnu. Man wird die ganze Zeit gefickt. Ja, ja, gut. Nee, nee. Wer ist denn der Bibo? Das wissen wir auch nicht. Das wissen wir nicht. Es kann natürlich sein, weil es mein Stream ist, dass es Kunden von mir sind, dann tut es mir leid, wenn ich euch nicht errate. Ein guter Name für einen Hund als Country-Sänger. Harley Davidson. Hello, yo. Oh, der Hen ist auf einer Spur. Der Klaus K. hat auch hier eine blaue Figur. Mm. Das hat alles seinen Sinn. Ja, schau, tatsächlich. Und er ist auch so lustig. Lustig ist er. Mit Harley Davidson, er ist lustig. Hm. Ja, zumindest dieselbe Frisur. Ja. Das stimmt. Hm. Italiens neueste Touristenattraktion. Der Punkt, Punkt, Punkt. Bricchi-Turm von Pisa. Das Luban-Turm von Pisa. Mal schauen. Beppi und Volker, auf den Volker müssen wir aufpassen. Der hat immer, der sahnt immer ab. Der ist schon, der weiß, was er macht. Heimlich, still und leise. Tatsächlich. Etwas, das du dem Techniker sagst, nachdem er deinen Internetanschluss installiert hat. Sind Sie hier, um ein Rohr zu verlegen? Das ist doch Neuland und wird sich nicht halten. Nein, warum liegt hier überall Stroh, ist die Top-Antwort. Genau, das wäre es. Warum liegt hier Stroh? Der Klassiker. Ja, Popaxi, wenn es nicht wird, wird es nicht. Aber es haben nur 3 Leute geantwortet von 8, die da mitspielen. Was ist da los? Seid ihr eingeschlafen oder was? Lifehack. Minder deine Heizkosten, indem du Lego-Verpackungen verbrennst, Blubix-Kartons verheizt. Ja. Beides kann helfen. Ich glaube, auf Lego-Verpackungen ist mehr Lack. Das brennt schneller, glaube ich, dann, oder? Oder länger? Müsste man austesten. Also der Klaus Kiunke will Blubix-Kartons verheizen. Jetzt hat er sich verraten. Jetzt ist er es nicht. Das kann er nicht sein, der Klaus. Das ist er nicht. Nee, ist er nicht. Ist er nicht. Er hat sich verraten. Benenne den Titel eines klassischen Videospiels für Erwachsene. Arcade Fucker and Mrs. Pac-Man. Und okay, keine Antwort von Bibo. Bibo hat verkackt. Ja, Bibo schläft oder ist tot. Das Imperium schlägt zurück, wäre ruiniert gewesen, wenn Darth Vader gesagt hätte, Luke, ich bin Teiletrenner. Ich bin ein Held der Steine. Luke, ich bin der Held der Steine. Nun, schießt mit dem Todesstern, alle tot. Bobaxi, auf der Nummer sicher ist er gegangen. Und da hinten auf dem Punkt müsste schießen. Nichts, vor dem man sich fürchten müsste. Wie heizen sich Proktologen auf? Lassen wir es laufen, Damen winken. Darmwinden? Hä? Darmwinden. Ja, aber wie soll das zur Heiterkeit verhelfen?
Naja, Pfurzen ist immer lustig, ne? Fäkalhumor. Ja, genau. Ja, Volker, es geht nicht immer. Nicht immer. Und? Zweite Runde vorbei und wir werden sehen. Es bleibt spannend. Also, ne? Bin ich Letzter? Wahrscheinlich. Oh, naja, Klaus K. als Erster. Immer noch. Oh. Eindeutig an Führung. Also das wieder wohl gewinnen, der Herr Klaus. Schön, schön. Und da wir nicht wissen, wer er ist, können wir ihn auch nicht ehren. Also nee, gar nicht. Hm? Gar nicht. Überhaupt nicht. Schade. So, die letzte Frage in dieser Runde. Mal schauen. Pop. Pepi Onkel ist auch ziemlich schnell. Ja. Der Popaxi ist schon wieder unzufrieden. Mit der Antwort anscheinend. Maxi, du musst dich einfach nur laufen lassen. Du musst mal chillen, Alter. So, was haben wir da? Kobe unzerstörbar. Das sind zwei Wörter. Lego-Alternative. Bluebricks. Schniblo. Heisel. Schniblo Royal. Fotzenhobel. Also, no answer ist Bobaxi. Heisel ist mit Sicherheit unser Baby. Ja. Also ich weiß nicht, Heisel als Dialekt im Wörterbuch, schwierig. Kobi, unzerstörbar, sind ja, wie gesagt, zwei Wörter. Bluebricks im Wörterbuch, ich weiß es nicht, ob das sein muss. Bin immer schnell, dann habe ich länger Ruhe. Wow, tatsächlich habe ich auch hier versagt. Peppi, wir beide haben 10%. Schnibble Royal. Der Pippo holt sich 15%. Fotzenhobel, Donnerkugler, no. Aber das Mal hat es gereicht. Aber ist ja auch kein R am Schluss. Ja, Bluebricks von Klaus Kiunke. Wow. Naja. War zu erwarten. Eieieiei. Schnibble. Wirklich? Kobi unzerstörbar? Ein Wort, was zwei Wörter sind? Nein, das wurde gar nicht gewählt. Okay. Gut so. Oder auch nicht. Der Klaus, der hat es geschafft. Der Gurgler war ihm auf den Fersen. Bobaxi, dritter Platz. Ich bin nicht unzufrieden. Es hat schon gepasst. Es hat schon gepasst. Top Antwort, gepasst. Urologe. Warum nicht? Apropos Urologe, ich muss mal kurz wohin. Weißt du, Torsten, unterhalte die Leute mal oder so. Machen wir. Jetzt bist du stumm. So, jetzt hören wir mich wieder. Ich tue mich einfach raus. Machen wir es einfach so. Ich tue mich einfach raus. Okay. Schnell sein heißt nicht versagen, junger Padawan. Man muss auch nicht, wie soll ich sagen, also Kinder machen, ne? Reicht's? Balduin Piff, ich war Klaus K. War nur Spaß. Alles klar, dann dir Gratulation zu einer erfolgreichen Runde Quiplash. Jo, da ich jetzt hier keinerlei Einfluss habe, werden wir uns das Bild hier anschauen müssen. Obwohl, ich könnte es ja rein theoretisch, könnte ich es ja Bildschirm stoppen. Ah, sehr schön. Zieht er mich hier in voller Pracht. Ist Himberia eigentlich noch da? Der war relativ ruhig,
wollt. Oder habe ich im Bus nicht mitbekommen? Ist er schon wieder, ist er schon gegangen? Bam, bam. Alles gut, Peppi. Heute wurde ich ja, wie ich anfangs schon mal erwähnt hatte, wurde ich von der Community, also von allen möglichen Seiten mit Glückwünschen überhäuft. Fand ich mega. Hey Sascha, Servusler, schön, dass du da bist. Wann gibt es eigentlich wieder Aufbaustreams? Sobald ich mehr Zeit habe. Momentan lässt die Zeit einfach nicht zu. Jetzt übernehmen wir Markus Stream. Was für ein katastrophales Shirt. Ja. Ein mexikanischer Auswanderer. Ja, bald ist er ja wieder ein österreichischer Einwanderer. Sag mal, Sascha, musst du eigentlich Asyl beantragen, wenn du wieder heim willst? Wo ist die Krone? Die hast du. Die kommen schon wieder, aber wann? Ich kann es noch nicht beantworten. Nichts zu danken, Beate. Hat mir ebenfalls wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es ist halt so mit diesen Montagsstreams. Ich habe ja jetzt zweite Woche meine Kiddies. Und wenn ich montags immer so einen ganzen Tag streame, dann bleiben mir alle zwei Wochen ein Sonntag, an dem ich dann für zwei Wochen Videos, also sprich sechs Videos aufnehmen muss oder kann. Und das funktioniert einfach auf Dauer nicht. Nur wenn ich über Deutschland fliege. Cola, Emil. Machen wir einen Willkommens-Zurück-Stream mit Collect Evil? Kann man machen, oder? Wann kommt er denn wieder zurück? Wie schmeckt denn das Bier in Mexiko? Ist das, haben die auch normales Bier oder nur dieses Maisbier? Markus, was hast du jetzt für einen Hintergrund? Was ist das? Aus einem Film? Was vorhin war? So ein Gang? Ja, das war von Shining. Ah ja, okay. Jetzt sieht man gar nichts mehr von mir. Ne? Ganz normales Bier. Ja, so normal kann das ja gar nicht sein. Das ist ja gemacht mit mexikanischem Quellwasser. Das genauso gesund ist wie das indische, dann Prost. Das XX ist relativ trinkbar in Mexiko. Schmeckt wie bei uns. Ah, Lücher mal nicht so. Oh, jetzt ist er weg. Nee, ich bin noch da. Ich weiß nicht, was da falsch läuft im Moment. Nicht gepanscht wie in Holland? Ja. Ja, solange ins Bier kein Frostschutz reinkippen, ne? Wie im Wein. Mhm. Kann man mich eigentlich hören? Ja. Okay, aber sehen nicht, oder? Doch. Okay, ich sehe mich selber nicht. Ja, mach das. Doch. Das heißt doch, ich sehe mich nicht. Ich sehe da nur einen Kringel. Einen Kringel sehe ich. Schlimmer als Kölsch kann es nicht sein. Ah ja. Das Bier in Indien ist aber voll okay. Weiß nicht, das kann schon sein. Carta Blanca. Das ist ein helles, oder? So, wann kommt denn der Kollektiv wieder zurück? Weiß man das schon? Man muss er selbst beantworten. Okay. Ich dachte, das weiß man. Ja, vor Jahren gab es mal, was war das? Sojabier aus Asien. Geh weiter. Das hat auch nur, also du hast mindestens 12 Stück braucht, bevor es das Schmecken angefangen hat. Vorher ging da. Nee. Kingfisher Bier ist ein indisches Bier und schmeckt sehr gut. Und was es nicht alles gibt. Hello.
Hör mal auf mit den Kölsch-Scherzen. Oh, ja, ich vergaß ja, ist unser Pepi-Onkel ja ein echter Kölscher Jung ist, wa? Also wirklich, ich habe mir wirklich gern den Pepi, aber was da passiert ist, das weiß ich wirklich nicht. Wie kann man nur sowas saufen? Und dann freiwillig? Geht gar nicht. Geht gar nicht. Soll aber sagen, Pepi, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen einem Schwächerter und einem Kölsch, würde ich immer einen Schwächerter nehmen. Immer. Hm? Ist so. Ich habe ja Schwächerter noch nie getrunken. Macht oder, nichts. Oder gab es das bei euch, wie wir in Wien waren? Nein. Sowas würde ich dir nie anbieten. Ja, hätte auch sein können. Ich kann dich erleiden. Aber nee, das kannst du vergessen. Beim nächsten Sommerspektakel will ich mal ans Probieren. Gut, wenn du willst. Ich meine, ich kann es dir nicht verbieten, dann trinkst du halt Schwächerter. Es wird besser schmecken als Kölsch. Ist so. Ihr habt keine Ahnung oder keine Eingewöhnungsphase von 7 Wochen. Baby, das ist ja so. Wenn du durch die Wüste wanderst, bist du über jedes Pisswasser dankbar. Das verstehe ich. Aber wenn du dann wieder zu Hause bist, warum muss man dann freiwillig weiterhin Pisswasser trinken? Ja. Das ist dieses Syndrom. Das ist das Syndrom, was auch die, was die kriegen, die entführt werden. Die sich dann mit dem Entführer anfreunden. Ja, genau, wie heißt das? Stockholmer Syndrom. Ja, genau, richtig. Ja. Das ist mit dem Pepi passiert. Nach 7 Wochen, er ist schon zu hinnig in der Birne. Ihm gefällt sogar dann das Kölsch. Ist so. Wenn es ein kölscher Madel gewesen wäre, hätte ich nichts gesagt. Da sind schon ein paar Fische dabei. So, der Kollektive hat gemeint, dass er oben was geschrieben hat. Okay, habe ich es überlesen. Ja, wir sollen uns ein Video anschauen. Aha, er kann vor Freitag nichts sagen, weil wir uns ein Video anschauen wollen. Das ist Clickbait. Clickbait ist das. Pfui. Pfui. Du Schwein. Nur auf Klicks aus. Na, okay, bitte. Nur fürs Geld. Wahnsinn. YouTube Money. Ja. Wow. Wir sind doch alles Klicknutten, das ist doch einfach so. Ich nicht. Ich habe kein einziges Star Trek Set gemacht. Und kein einziges Lidl Asterix Set. Ich bin ja von Anti-Mann. Anti bin ich. Das hat mich nicht interessiert. Das war zu simpel, zu einfach. Das siehst du, mich hat es schon interessiert. Aber ich habe die Asterix-Videos gemacht, da war das noch gar nicht Fame. Ja, genau. Ja, ich habe das schon gemacht, das war noch gar nicht. Ja, genau. Ja. Ich hab schon die Warner gehört vor Nevermind. Ja, das genau. Ja, kann der Held Ei backen. Mhm. Tatsächlich. Ja, Donnergurdia, du hast ja alles mitgenommen, was geht. Also du machst es schon ganz gut. Das passt schon so. Moment. Mach mal, Sascha. Kein Thema. Passt schon, Sascha. Wie der Babylon gesagt, wie bei der Mondlandung kann es durchaus sein, dass du auch nie in Mexiko warst, sondern du bist nur daheim und hast eine Green Wall. Hm? Oder? Er soll uns das Gegenteil beweisen. Ja, Bubaxi Hardship Box war ja nur eine Single. Nevermind war ein Album, entsprechend Hardship Box war ja In Utero und ja, war ein gutes Album. Sitzt im Keller in St. Pölten. Das könnte sogar wirklich der Wahrheit entsprechen. Der Arme. Keller ist okay, aber St. Pölten. Oh, wow. Schlimm. Schlimm sowas. Grüße aus Mexiko. Na, St. Pölten ist eh super. Das ist Markus sein Sommerkeller. Hast du sowas? Sommerkeller? Ja, tatsächlich. Es ist sogar ein alter Weinkeller. Ein Erdenkeller, der immer dieselbe Temperatur hat, kann man schön den Dopplerwein, also den 2-Liter Wein lagern. Habe ich, ja. Mhm. Muss man haben.
Scheint sich schon zu rentieren, das Klemmbauschein-Geschäft, hä? Nee, nee, das hat jeder in Österreich. Ein Zweitkeller, ein Wochenendkeller. So. Ne? Ein Kinderkeller. Ja, das hat man halt. Ja. In meiner alten Wohnung konnte ich mir nicht mal einen Keller leisten. Ja, das ist traurig. Mhm. Schade. Sascha hat ihn schon wegsoffen. Nee. Ja, Beate, tut mir leid, dass ihr keinen Keller habt. Das ist halt schade, ne? Weil das, da weiß man hat es geschafft. Ein Keller für jede Situation. Ja. Das ist auch so ein Anbaggerspruch in Österreich, oder? Darf ich dir mal meine Kellersammlung zeigen? Das funktioniert aber nur bei den Touristen, weil die Einheimischen, die wissen, muss man aufpassen, sonst haben wir die nächsten 8 Jahre Hausarrest. Ja, schau, der Christoph Schädel, er hat es geschafft. 3 Keller hat er. Und das, was ich vorhin gesagt habe, der Sommerkeller, das ist ja auch ein Keller von Herrn Christoph Schädel. Auf seinem Landsitz ist ein schöner Ort. Bin ich gern. Ne? Im Sommer. Ne? Ein bisschen grillen, die Vögel zuhören. Das ist ein ganz eigenes Lebensgefühl. Kennt man schon vielleicht gar nicht. Glaube ich. Dein Keller ist zu feucht für Kartons. Da ist er ja, unser Blockstar, ne? Plötzlich ist er da mit anderen Namen. Gerade haben wir von dir gesprochen, mein Freund. Verdächtig. Alles klar, Sascha. Mach's gut und schön, dass du da warst. Danke dir. Alex, Servusle. Schön, dass du da bist. So. Ich glaube, ich brauche noch einen Falco. Sind wir noch so lange online? Sind wir noch 10 Minuten online? Dorschen? Geht schon noch. Geht schon noch? Immer. Okay. Kein Weinkeller. Naja. Ich habe auch keinen Weinkeller. Also wenn, dann weine ich in der Wohnung. Schlechter Witz. Ja, Bloxy. Kennt eigentlich einer meinen Hintergrund, den ich jetzt habe? Das ist doch dieses Irish Pub, wo wir waren. Nope. Du Banause. Einer der besten Sitcoms ever. El Bundy? Alter. Keine Ahnung. Man erkennt nicht viel. Fenster. Der Blockstar und der Bubaxi. Die wissen das. The Office, und zwar die amerikanische Version mit Michael Scott. Legendär. The Office ist super. Weil ich gerade Rerun ist wirklich lustig. Buddy in Hongkong. Nope. Nicht wirklich. Ah, die Brücke. Ja. Wenn ich das immer sehe, dann warte ich mal drauf, dass Diana Troy in ihrem knappen Overall da durchs Bild läuft. Genau. Bringt mir meinen Schniebloch. Ich bin eine Betazoidin, ich kann Gedanken lesen. Ich weiß, was du denkst, du Schwein. Schniebloch. Und das Schnie kann man von mir weglassen. Das passt schon. Ein Schnitzel muss schon sein. Wenn ich wählen müsste bei der Troy, dann. Ja. Die war schon was, ja. Ja, weißt du, es gibt erst einen Blowjob und dann gibt es einen Schnitzel. Und dann kannst du beim Abendessen, kannst dann, wenn es der Schnitzel ist, kannst du dann sagen, kochen kannst du auch nicht. Na, das weiß ich nicht. Also, beim Schnee weiß ich nicht, ja, weil das ist ja schwierig. Und als Wiener, als Österreicher ist man da sehr verwöhnt. Also beim Schnee kann es schon sein, dass es schwierig wird, aber beim Blow machen wir da keine Sorgen. Kann ich mir vorstellen. Ja, das ist ja dieses hartnäckige Gerücht, ne, was so Männer immer im Umlauf bringen. Dass sogar der Schlechteste noch ein Guter ist.
Aber das stimmt nicht. Das stimmt tatsächlich nicht, ja. Ja. Das ist richtig. Aber in der Not, ne? Und ich weiß nicht, bei der Troy mit ihrem knappen Outfit, ich meine, da kann sie nicht mehr viel falsch machen. Also wirklich nicht. Ja. Also das wird nicht sehr schlecht sein. Ja. Bloxy, damals war ich aber noch klein, so 1,80 Meter. Das ist ja, meine meisten sind ja ein Seven of Nine Fan und ich meine, ich habe sie ja persönlich mal kennengelernt bei einem Meet and Greet. Oh, Brudi! Ich küsse deine Augen. Dankeschön. Das heißt, ich werde die Hälfte davon nach Abzug der Steuer natürlich dann. Nein. Dem brauchst du nur was Schönes. Und denk an mich. Ich würde sagen, ein Blow. Aber das könnte dann ewig dauern. Nee, was ich sagen wollte, vielen Dank, Bloxy. Hat er mich jetzt rausgebracht. Ja, Seven of Nine. Viele sind ja ein Fan von Seven of Nine gewesen. Ich habe sie ja persönlich kennengelernt bei einem Meet and Greet in Wien, bei der Convention. Sie ist lieb, sie ist nett, aber es war immer dieses Offensichtliche. Das hat mich nie wirklich angemacht. Ja, und bei der Joy war das ein bisschen anders. Ne? Die Seven of Nine ist ablos heiß in der Serie. In echt ist die gar nicht so. Ich glaube, das machen diese angedeuteten Implantate und so weiter, dass das Ganze ein bisschen so verrucht und dann ist die auch ein wenig so unnahbar. Ne? Und das mag sein. Ein wenig Reiz aus. Nee, sie war schon hübsch, hat eine natürliche Schönheit, muss man schon sagen. Aber es war jetzt nie so mein Ding. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Die Balloranerin von Deep Space Nine. Die war super. Deep Space Nine habe ich nicht Dex gesehen. Oh, die Dex. War das die Dex? Der Chat wird es mir gleich sagen. Ja, genau. Der Jerry Ryan war die Seven of Nine. Genau. Genau, Popaxi, du wirst mir helfen. Du bist ja so ein Nerd, ein super Nerd. Wie hieß die Balloranerin von Deep Space Nine? Keira Nerys. Oh ja, der Keira. Major Keira. Oh. Die hat was. Die hat was Strenges gehabt irgendwie. Aber doch. Ja. Genau, die Dex war ja mit dem Worf zusammen. Da gab es ja diese Supersterbeszene. Oh mein Gott. Wo der Worf quasi so, no! Wo er dann explodiert ist. Naja, aber der Worf stirbt? Nein, nicht der Worf, aber die Dax. Der Symbiont sucht sich einen neuen Körper sozusagen. Wenn ich nie auch nur im Ansatz interessant oder irgendwie anziehend fand, war von der Archer-Serie, weiß nicht, ob du dort schon jemals die Archer-Serie gesehen hast? Nee. Da gibt es eine Vulkanierin. Ich meine, ich bitte dich. Ich meine, Vulkanier zeigen keine Gefühle und Regungen. Bei ihr ging das gar nicht. Die war so mit ne? Silikon zugespritzt und so weiter, pipapo. Die konnte auch nicht. Ja. Die hatte immer denselben Gesichtsausdruck. Ob sie lacht oder nicht, das sah immer gleich aus. Aber natürlich. Und da gab es auch eine berühmte Szene, wo sie quasi angedeutet hat, dass sie sich auszieht, weil sie duschen musste. Das hat überhaupt nichts gebracht in dem Moment. Aber total abartig. Ja, Donnergurgler, ich wünsche dir eine gute Nacht und schön, dass du da warst. Gute Nacht. Genau, Blockstar. Ich sehe schon, wir sind auf derselben. Ich weiß nicht, was die Leute. Das ist mir bis heute unbegreiflich. Ich meine, sie mag ein netter Mensch sein, natürlich, bitte, ja. Ich meine, ich kenne sie nicht, aber als Rolle in der Situation, geh weg. Werde ich mir irgendwann mal reinziehen. Jetzt momentan im Voyager bin ich jetzt fast durch. Da habe ich mich echt durchgekämpft durch alle 7 Staffeln. Voyager ist besser als sein Ruf, muss ich sagen. Das größte Problem, was ich habe, ist, glaube ich, ein wenig so die Borg-Königin. Ich meine, die Frau existiert nur bis daher. Alles andere ist ja mechanisch. Warum hat dieses Ding dann Titten? Warum? Ich meine, jetzt, das ist jetzt ein Geheimnis, aber wir sind ja unter uns, oder?
So ein bisschen ein MILF-Fan bin ich schon. Deswegen, ne, die Kapitänin von der Voyager war schon, die Janeway. Warum nicht? Ich meine, kann man ja machen. Na, die ist mir zu, wie soll ich sagen, zu viel Mama. Yeah. Ich weiß nicht, ja, na, das ist. Na. Warum haben Männer Brustwarzen? Ja, weil die Natur das vorgesehen hat, aber das war ja ein gebautes Ding. Und die ganzen Borg, da gab es ja keine Geschlechter. Es war ja alles gleich. Mhm. Aber warum bauen sie dir dann Brüste an? Das ist die Frage, ja. Ich bitte dich, Bloxy. Janeway war schon okay zu ihrer Zeit. Die Freundin vom Neelix. Auch nur in den ersten paar Folgen. Die Freundin von Neelix, nee. Die ist wahnsinnig nervig. Ja, ich meine, bei ihr kenne ich halt das wahre Leben. Die wurde ja dann aus der Serie auch rausgeschrieben, weil sie Drogenprobleme hatte. Und teilweise total high auf Set kam und da musste man sie irgendwann mal rausschreiben. Ich weiß nicht, sowas finde ich dann nicht mehr anziehend. Das war vielleicht in den 90ern, wo man auf der Grunge-Welle war. Da fand man sowas vielleicht lustig, aber nee. Ja, ich weiß nicht, klar, über die Optik-Blocks hier, aber das spielt schon irgendwie, also ich weiß nicht, ich finde eine Frau nicht attraktiv, wenn sie mir vom Charakter her nicht passt. Da, das gehört schon irgendwie zusammen. Ja, ja. Und warum die Borg überhaupt eine Königin haben, bei einem Schwarmkollektiv, ja, das haben ja Insekten auch. Es soll ja nichts anderes darstellen wie ein Insektenstaat. Der halt als Fortpflanzung andere assimiliert. Hm. Mehr ist es ja nicht. Ja, jeder hat so sein Mindhave oder Hive oder wie auch immer. Also das hatten ja auch die Käfer. Ja, Bloxy hat da recht, ja, die lebt ja bloß 9 Jahre. Hm. Ist auch scheiße, oder? Du lebst 9 Jahre und nur auf diesem scheiß Raumschiff? Ja. Ja, ist alles ein bisschen. Na, Voyager, ja, die hatte ihre Momente, die Serie. Hm. Aber sie hat ja auch viele Tiefen mit drin. Diese ganzen Holodeck- Folgen, die gehen mir tierisch auf den Keks. Die sind nur dazu da, um eine Staffel zu blähen. Klar kannst du mit dem Holodeck wahnsinnig viel Geschichten machen, die den normalen Strang nicht beeinflussen. Das ist okay. Aber es ist so nervig. Dann sind sie im Mittelalter, dann sind sie in den 30er Jahren, dann sind sie da und es ist so unnötig. Ja, ist schwierig. Die dümmste Folge war wahrscheinlich die, wo sie da in dieser 30er, 40er Jahre Science-Fiction-Serie waren. Mhm. Ja, jedes Mal, wie heißt sein Name jetzt? Chakotay. Wenn der Chakotay anfängt, an seine Vorfahren zu beten, oh, dann drehe ich schon meine Augen zurück in die Höhle. Weil das ist so, boah, da kommen nämlich die Steine und ja, bei den Lichtern meiner Vorfahren, bla bla bla. Ich bitte dich, Mann. Ich bitte dich. Geh weiter. Ja, die Holodeck-Folgen bei Next Generation waren genauso nervig. Ich bin froh, dass es in der Originalserie kein Holodeck gab. Ja, das stimmt. Ja, wobei ich muss sagen, bei der Next Generation, die Holodeck Folgen waren schon cool, weil der Picard und so weiter, die haben schon eine gewisse Klasse reingebracht. Das hat dann schon immer irgendwie gepasst. Also das war schon cool. Also irgendwie, ja. Aber wenn wir schon von hübschen Damen reden, die Orville, die Dame neben dem Hauptcharakter. Die wer? Die Dame neben dem Hauptcharakter, ich weiß ihren Namen jetzt nicht. Die im Chat werden es sicher wissen. Es gibt ja den Captain oder gibt es den Number One. Und die ist fantastisch. Da gibt es auch schon Playboy-Bilder. Bei welcher Serie bist du jetzt? Die Orville.
Die Ach, die, das habe ich auch nie gesehen. Das habe ich auch nie gesehen. Soll ja auch so ziemlich Star Trek-mäßig sein, oder? Oh ja, definitiv. Das ist quasi das alte Star Trek mit ein bisschen lustig, aber wirklich gut gemacht. Also, und sie ist wirklich uff, fantastisch. Ja, Blockstar. Blaue Flüssigkeit, oh ja. Insider. Ja, wirklich toll. Ja, Hen, das verstehe ich schon. Deswegen wurde auch das Beamen an sich erfunden. Das ist alles okay. Trotzdem gibt es Folgen, die mich nerven. Ist einfach so, wo man dann hinterher denkt, die hätten sie sich sparen können. Und da gibt es bei Voyager wahnsinnig viel. Vielleicht gibt es bei Next Generation genauso viel, aber da ja mit der aufgewachsen bin, sieht man es mit anderen Augen. Ja. Das mag stimmen, ja. Das Geilste, was Star Trek hervorgebracht hat, ist die Aufmachung des Galaxy Brickship Sets. Basta! Richtig. Der Klasse schreibt Adrienne Palitzky. Uff. Wahnsinn. Ist zwar auch operiert, muss man sagen, fairerweise. Aber gut. Ist halt so. Ja, kann man viel drüber diskutieren. Aber im Grunde bleibt es halt eine Science-Fiction-Serie. Ja, aber eine sehr wichtige. Also, gerade was, und das muss man schon sagen, Star Trek hat schon immer wieder, gehst du Schädel, gute Nacht, schön, dass du da warst. Gute Nacht, schön, dass du da warst. Wir sehen uns am Sonntag. Star Trek hat schon immer ein bisschen die Grenzen ausgelotet und auch schon auch ein bisschen, etwas gemacht, was federführend war. Also ich erinnere an den Kuss mit der Leutnant Uhura. Das war ja damals, das können wir uns heute gar nicht vorstellen. Aber damals, als der Kirk die Uhura geküsst hat, das sind die Leute ausgeflippt. Das war total unvorstellbar, dass man das machen kann. Sie haben es getan. Und ja, verstehe ich schon. Es sind halt so, ja, wie stellt man sich die Zukunft vor? Darum geht es ja eigentlich. Mhm. Und die verschiedenen Serien, die ja auch zu verschiedenen Zeiten gedreht wurden, zeigen immer ein bisschen den Zeitgeist der damaligen Zeit. Wie hat man sich die Zukunft vorgestellt? Mhm. Dass wir in 100 Jahren wahrscheinlich alle im Ganzkörperkondom durch die Gegend laufen und uns ja nicht mehr berühren, in die Richtung entwickeln wir uns gerade. Das wurde damals ja noch nicht, dass die Zukunft ganz anders sein könnte. Ja. Ja. Schauen wir mal. Schau, in manchen Bereichen sind wir schon ziemlich weit. Also was da geht, dieser was die Uhura im Ohr hatte, dieser Übersetzer. Und gibt auch diesen, also es gibt auch diesen Bubblefish in Beanhaltung durch die Galaxie, durch die Galaxis. Da sind wir schon relativ weit, was das angeht. Also es gibt jetzt schon Geräte, die hast du im Zimmer stehen und da redest du einfach rein und übersetzen das. Nicht hundertprozentig, aber so weit, dass man den Kontext verstehen kann. Und man kann sich schon so auch recht gut unterhalten. Also da sind wir schon super weit. Ich will einen Replikator. Jesus. Ja. Replikator ist super, schwierig, aber sicher super. Ein Holodeck wäre schon sehr geil. Und ich meine, nee, aber wenn man unendlich viel Geld hatte oder wenn man wirklich sehr viel Geld hatte, diese Virtual Reality, das funktioniert ja schon relativ gut. Also wir haben ja von Valve und so weiter, haben wir schon ein paar Anfänge gehabt, wo es halbwegs gut funktioniert hat. Aber so ein Holodeck, wo man sich innerhalb eines gewissen Raumes bewegen kann, wo halt dann ne, Dinge passieren, das wäre schon geil. Das wäre super. Da würde ich sehr viel Geld dafür ausgeben. Ja, sowas, dieses 3D-Brille und dann bewegst du dich also innerhalb einer gelagerten Kugel, das wäre ja schon möglich. Ja. Also ich sag mal, wenn ich jetzt dann für so ein Programm irgendwie 1.000-2.000 Euro bezahlen müsste und dafür habe ich das regelmäßig und für immer, dann würde ich das tun, weil ja, ein Urlaub jetzt nach Ägypten ans Meer kostet mich ja genauso viel. Und da hätte ich dann quasi ein Programm mir geleistet, was ich dann wirklich immer abspielen kann. Ne? Abends einfach mal ins Holodeck und da bin ich am Roten Meer, am Strand, trinke ein Bier
Ist super. Wochenende auf Vulkan. Das wäre super fantastisch, aber ja. Ja, Volker D., vielen Dank, dass du da warst. Gut gespielt. Bis zum nächsten Mal. Max, gut, schön, dass du da warst. Ja, also Bing Long und Blockstar Warbird mit Distributoren, das kommt sowieso. Es ist immer das Militär der Treiber von neuer Technologie. Also von dem her, da machen wir keine Sorgen. ja. Leider. Ein Schiff kaufen, ja. Ob man sich das als Privatperson leisten kann, so ein Schiff. Ist ein bisschen größer wie ein Auto. Ein bisschen, ja. Und man sieht ja auch bei anderen Serien, dass man auch als einfacher Mensch dann sich ein Schiff kaufen kann, aber das ist dann eine Schrottkiste. Im wahrsten Sinne. Also so einfach ist das nicht. Beamen. Wenn es das Beamen wirklich einmal gibt, wisst ihr, was dann passiert? Da bewege ich mich gar nicht mehr. Das ist, ich glaube, das ist gar nicht gut. Es würde sehr viel erleichtern, weil man tatsächlich dann eines schafft, nämlich du baust dann Fabriken und Firmen dort auf, wo keiner leben will, wie zum Beispiel in Afrika, und die Leute leben dann aber woanders. Und trotzdem kommt es dir nicht übervoll vor, weil du gehst arbeiten, du gehst quasi mit dem Beamer nach Afrika und arbeitest dort, weil dort hast du genug Platz, und dann kommst du nach Hause, dann nach Europa oder wie auch immer, wo auch immer, und dort lebst du dann. Ich glaube, Beamen könnte einige Probleme der Menschheit regeln. Beim Beamen stirbt die Seele. Ich weiß nicht, muss ich immer an Spaceballs denken. Ne? Hast deinen Arsch plötzlich vorne? Bist plötzlich eine Lego-Figur, ja, ich verstehe. Ja, das mit dem Beamen, also tote Materie schaffen sie ja schon. Ja, richtig. Ich glaube, wenn sie lebende Materie beamen, ist die danach auch tot. Aber das glauben wir jetzt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass in genug Zukunft und pipapo wird das schon irgendwie in irgendeiner Art und Weise wird das irgendwie möglich sein, keine Ahnung. Stimmt, da haben wir keine Containerprobleme mehr. Aber da brauchst du halt auch keine Händler mehr in Europa, ne? Weil das lässt er dann alles darüber beamen. Ja, müsste man alles reglementieren. Ne? Ich glaube, wenn das alles zu sehr zusammenwächst, dann sind wir schon mehr in Richtung Borg. Wenn alles schon so leicht funktioniert, dann sind wir eher bei Star Trek, wo Geld dann keine Rolle spielt, wo wir dann einfach für den Fortschritt arbeiten. Dass wir alle ein gutes Leben haben, dass alles gut funktioniert. Wird niemals passieren. Nicht mit den Menschen heutzutage, aber... Auch nicht mit den Menschen morgen. Na, ja. Wenn, dann wirst du wahrscheinlich eher so wie Star Wars oder sowas. Eher so, ne? Um die Macht. Weltraum-Nazis und sowas. Ja. Ja, ist halt auch sowas, ne? Wenn du dir die Glemmbausteine aus Replikatoren machen könntest, wäre das Hobby schon tot. Ja, wenn du alles haben könntest, was du möchtest, hast du keine Wünsche mehr. Und ohne Wünsche ist das Leben doch für'n Arsch. Da hast du null Antrieb. Der Punkt ist aber auch der, dass Replikatoren eher die Raststellenautomaten sind, mehr oder weniger. Weil wenn du wirklich einen richtigen Earl Grey zum Beispiel trinken möchtest, dann nimmst du dir nicht so einen Replikator. Der ist vielleicht okay, weil du auf Reise bist, weil du trotzdem noch Soldat bist. Aber ein richtiger Earl Grey ist ein richtiger Earl Grey. Und vermutlich, wenn ich einen Replikator habe und dort Bier bekomme, ist es ein Kölsch. Ich werde es trinken, aber schön ist es nicht. Ne? Und ich freue mich, wenn ich dann irgendwo am Mars oder irgendwo auf Landurlaub bin und dann ein gutes Otterkringer kriege oder was auch immer. Ist halt so. Ja. Kann ich mir schon vorstellen. Ja, ja. Weil so gut sind dann Replikatoren auch nicht. Was muss? Ich meine, wir rennen ja heute ein Supermarkt und kaufen die abgepackte Wurst. Das hätten die Menschen vor 50 Jahren, die hätten sich am Kopf gelangt. Wir fressen das Fleisch von einem Viech, das schon seit 10 Jahren tot ist. Ja. Aber es funktioniert. Richtig. Oh, Peppi. Oh.
Jetzt an. Also das mit den Replikatoren, und das sieht man ja dann auch bei Voyager, eigentlich ist das ja reglementiert. Du kannst ja nicht unendlich viel replizieren. Du hast ja bestimmte Rationen. Das ist genau. Ja alles vorhergesehen. Also ich kann jetzt nicht hergehen und mir irgendein Dom Perignon literweise reinschütten, weil dann sind meine Rationen weg. Also so ist es auch nicht. Also es ist nicht unendlich. Ja. Ja, die müssen doch auch irgendwie Sachen wieder recyceln und so Geschichten, oder nicht? Natürlich, das ist irgendwie Energie und keine Ahnung, wie das funktioniert. Sie haben es eh erklärt, aber kann mich nicht mehr erinnern. Materie und Antimaterie. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ah ja. Mickrige DNA-Sequenz. Hm. Deswegen dürfen wir doch träumen, oder nicht, Hügel? Ja. Noch nicht ganz ausgereift, ja. Sinterol, ja. Mhm. Oh mein Gott. Ja, Henny, ich weiß, es wurde mal erklärt, aber ich kann mich nicht mehr ganz erinnern. Ja, der Nilix und Kochen, das ist halt schwierig. Ich glaube, der Nilix, ich meine, ja, er bereitet zu, aber Kochen kann man das nicht nennen. Der musste kochen, weil sonst hätte er überhaupt keine Daseinsberechtigung. Für was brauchst du den? Ja. Ich meine, bei Next Generation, da hast du noch wenigstens das 10 vorne gehabt, wo du halt den Barkeeperin hattest, wo du dich auskotzen konntest, und das ist halt das Gegenstück dazu. Ja, es war überhaupt ein komischer Charakter. Er hat ein paar Story Arches gehabt und so weiter, pipapo, ist okay, aber ja, wie der Blockstar sagt, in Wahrheit der Neelix. Eine nette Idee vielleicht, aber so wirklich. Er war sinnlos. Ja, das stimmt, ja. Oder wer mir am Anfang auf den Sack gegangen ist, das war der Doktor, das Hologramm. Im Laufe der Serie haben sie seinen Charakter immer mehr ausgebildet. Stimmt, dann fand ja. Ich ihn irgendwann einmal cool. Hm. Und gegen Ende hin ging er mir bloß noch auf den Sack. Ja, ich meine, man muss sagen, er war einer der wenigen wirklich ausgebildeten Schauspieler. Da gibt es ja auch eine Folge, wo er irgendeine Störung hat und anfängt zu singen. Im Original singt er wirklich gut. Und er hat schon schauspielerisch was drauf. Und seine Rolle war wirklich toll, weil sie so diese normalerweise ist bei Star Trek alles so happy-peppy. Alle sind super und freundlich. Und er war immer der ein bisschen so... Der, ähnlich wie der Pille in der Originalserie, der ein bisschen Kontra gegeben hat, ein bisschen am Tisch gehauen hat, und ja, so geht das nicht. Na, das war immer, das war so ein neu zusammengewürfeltes Konzept, also nicht neu, aber in der Originalserie gab es einen Spock, emotionslos, in der Next Generation Serie gab es dann dafür den Data, auch absolut emotionslos, und der wird halt langsam zu einem Menschen, und so ist der Doc auch, wie das ist dieses Pinocchio-Syndrom, das sie ja, da immer wieder mit Nei gebastelt haben. Das stimmt wohl, ja. Nervig. Der Barclay, ja. Und der Q. Ja, der Q kann da aber auch auf den Sack gehen. Der ging mir bei Next Generation schon auf den Sack. Ja, stimmt schon. Also, ich muss sagen, ich war immer ein Fan von Captain Sisko. Vor allem, wenn man es auf Englisch sich anschaut, seine Aussprache, die war so... war wirklich super. You are dismissed. Es war einfach toll. Aber ja, natürlich, ich bin ein großer PK-Fan, das glaube ich ist kein Geheimnis. Na, Q wollte ich nie sein. Eigentlich will ich gar keiner Cypher denn, weil Trilliarden Lichtjahre von daheim und überall, wo ich hinkomme, will mich einer ins Leder und. Wir sind alle so aufgeklärt und alle Lebewesen sind gleich, aber wo ich hinkomme, wollen sie mich töten, weil wir alle gleich sind. Was ist denn das? Ja, das stimmt. Wenn, dann sollte man der Kirk sein wollen, weil der Kirk hat nichts ausgelassen. Nichts. Das ist richtig. Der hat ja, ne, der hat ihn zwischen die Achseln geklemmt, wenn da die Mumu war. Das war dem scheißegal. Alle Männer hat er verprügelt, alle Frauen hat er...
So war das. Und ob die grün, violett, rosa oder sonst was war, mit drei Augen, egal. Augen zu und an die Sternenflotte denken. Genau. Ich bin der James Tiberius Kirk. Sag meinen Namen. Khan! Ja, aber heute habe ich es mit dem Namen. Gibt's ja gar nicht. Der Picard, der konnte mit der Flöte gut spielen. So. Der Picard konnte gut flöten, ne? Ja. Ja. Das hat er schon gut gemacht. So hat halt jeder seine Talente. Ja, Bobaxi Garak war schon ein super Schneider. Das hat schon gepasst, ja. Q in einer Kinderserie, hä? Okay. Bauch einziehen, Uniform richten und los. Genau, genau. Ja, Bloxy, das habe ich nicht gewusst, dass er in einer Kinderserie war. Nun ein Liedchen auf der Schnibbel. Ich fand auch die Ferengi immer toll. Ich weiß nicht warum. Einerseits total dumm, aber die Philosophie. Ja, wenn man es nicht allzu ernst nimmt, dann kann man schon Spaß mit ihren Stories haben. Ja, also die Ferengi, das hat schon was gehabt irgendwie. Die Ferengi sind näher an unserer heutigen Gesellschaft als die Föderation. Oh ja, die Ferengi sind eigentlich ein Abbild von uns, muss man sagen. Ja, also Provaxis Deep Space Nine ist das Beste von allen, muss man so sagen. Also für mich persönlich ist Deep Space Nine die beste Star Trek Serie. Sie wird nicht von Anfang an, oder sie ist nicht von Anfang an die beste, es wird besser mit der Zeit, aber von der Story Arc her, vom roten Faden, ich habe es ja schon gesagt, Captain Sisko, mein Lieblingskapitän, war einfach toll, war wirklich cool. Kommt als nächstes. Bin ja bald durch jetzt mit Voyager. Okay. Dann kommt Deep Space Nine. Wie gesagt, die ersten ein, zwei Staffeln musst du durchhalten, aber da wird es wirklich cool. Ja, ich habe jetzt die Voyager, ich habe 7 Staffeln Voyager hinter mir am Stück, das kann nicht mehr schlimmer werden. Ich fand es nicht so schlecht, ich weiß es nicht. Ja, es ist. Schauen wir mal. Ja. Ich bin mir auf die Filme gespannt, die ganzen neuen Filme, die habe ich ja alle nicht gesehen und da geht es ja dann irgendwie los mit gespaltener Zeitlinie und dann ändert sich die Geschichte und es hört sich so für mich, der das Zeug nicht kennt, ziemlich kompliziert an. Ich bin gespannt, ob ich durchsteige. Nee, das ist nicht kompliziert. Du musst einfach nur Hirn aus und dir das einfach anschauen und akzeptieren, dass alles irgendwie für sich steht. Ja. Weil das ist ähnlich wie heutzutage in Marvel und Co. Es gibt dann irgendwie Paralleluniversen und es gibt dann das und eine neue Zeitlinie und da, pipapo. Vergiss es. Es gibt keinen Kanon mehr. Das ist einfach leider so. Genauso mit der neuen Star Trek-Serie mit Discoveries, wo die sich den Kanon eingliedert, das weiß niemand. Keine Ahnung. Ja, oder die PK-Serie, es ist wurscht. Anscheinend vergisst man alles, was jemals war. Irgendwie total dumm irgendwo. Aber ja genau, die Kelvin-Timeline. Danke, Hen. Es ist ja traurig irgendwie, aber. Schauen wir mal. Ja. Ich bin gespannt. Das heißt, Discoveries hast du noch nicht gesehen, oder? Nee. Ja. Hast du die Archer-Serie schon gesehen? Nee. Auch nicht. Nur die Originalserie, die Zeichentrickserie zur Originalserie, Next Generation und jetzt Voyager und die Filme, die da in dem jeweiligen Zeitrahmen gespielt haben. Okay. Also Blockstar, tut mir leid, wirklich. Bei allem Respekt, wirklich. Du bist ein Superkerl. Du bist so super, wie du groß bist. Wirklich.
Bussi auf die Stirn, wie auch immer. Aber Nemesis, ich bitte dich. Ich bitte dich. Alter, das geht gar nicht. Wirklich nicht. Star Trek Nemesis ist Bullshit. Tatsächlich. Und Discovery ist auch so schlecht, oder was? Na, Discovery ist super. Ich finde Discovery super. Also, ich mag das. Bin wahrscheinlich der Einzige. Muss ich zugeben. Aber für mich passt das. Und diese Zeichentrickserie oder diese Computer-animierte Serie, die neue, reiht die sich da auch irgendwo ein oder steht die für sich? Also es gibt Star Trek Lower Decks. Lower Decks, genau. Die ist insofern super, weil ich weiß nicht, ob du Rick and Morty kennst. Ich hatte schon mit einem Arbeitskollegen die Diskussion, ich mag Rick and Morty überhaupt nicht. Okay, ich bin der absolute Rick and Morty-Fan. Und das sind teilweise dieselben Macher in Lower Decks und man sieht dann auch das den Humor von Rick and Morty ein bisschen durchscheinen. Und das ist einfach total genial. Lower Decks, super. Und es gibt ja Star Trek, wie heißt das, Predator? Oder Prodigy, irgendwas. Das ist eigentlich eine Kinderzeichentrickserie, die aber ziemlich dunkel ist, mit Kindersklaven und keine Ahnung, pipapo. Ist okay. Auch heftig. Ja, Final Space Blockstar, fantastisch. Wahnsinn. Mhm. Auch cool. Ich meine, ich könnte jetzt sagen, wenn man mit Rick and Morty nichts anfangen kann, hat man nicht gelebt, aber gut, das würde zu weit gehen. Wirklich, Rick and Morty ist das Beste, was ich im Zeichentrick-Genre jemals gesehen habe. Von den Ideen her. Es mag derb sein, es mag ein bisschen heftig sein, aber von den Ideen, uff, fantastisch. Ich bin, glaube ich, nicht Nerd genug, um sowas gut zu finden. Okay, ja, muss man so akzeptieren. Das stimmt schon. Schauen wir mal. Heute in einem Jahr werde ich berichten. Ja, meine Idee. Ja. Ja, ich finde es toll, dass bei Star Trek mittlerweile sehr viel passiert und durchaus gute Sachen passieren. Man kann es Discovery mögen oder auch nicht, ja, Bausen Rosen. Man kann auch Picard mögen oder auch nicht, egal. Aber es passieren Dinge. Und wenn man es nicht zu ernst nimmt, und das ist ein bisschen das Ding, was ich denke, die meisten Hardcore-Fans, die erwarten etwas ganz, 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 ganz Genaues. Und wenn das nicht eintrifft, dann... Ja, Picard ist Fanservice. Picard ist einfach Fanservice. Du siehst, wie der Data zu Ende geht. Du siehst die Nummer 1 wieder, den Riker. Du triffst die Seven of Nine wieder. Du triffst viele Charaktere. Und es ist einfach ein wie ein Klassentreffen. Es macht einfach Spaß. Ja, ob die Story jetzt logisch ist oder nicht, es ist egal. Ich schaue mir das an und habe einfach Spaß. Ja, und dann, ja. Oh, Don Mattoncino. Buongiorno! Buongiorno, Ciampano! Ja, Markus Stuhlfahrer, natürlich ist die Story eben nicht Kanon und passt nicht und Weltraumschwammerl und ja, wirklich. Okay, ja, egal. Mr. Meeseeks, ja, genau. Ja, Rick and Morty, das Beste. Werden wir sehen, ja. Aber es ist ja so, dass Star Trek um einiges umfangreicher ist als Star Wars, oder? Oder gibt es da mittlerweile auch unzählige Serien von? Ich weiß nicht, bei Star Wars weiß man, es gibt Mandalorian, es gibt die Klonkriege, es gibt Baby Yoda, es gibt... Keine Ahnung, ich kenne das nicht so. Aber auch da gibt es sehr viel Kanon. Auch da gibt es, denke ich mal, sehr viel, wo man sich reinlassen kann. Und sehr viele Dinge, worüber man sich ärgern kann. Also der Peppi Onkel hat sich ja über das Finale der letzten Staffel von, was war das? Boba Fett oder keine Ahnung. Irgendwas, was ich angeschaut habe, hat er sich furchtbar geärgert. Ohne Ende. So habe ich ihn noch nie gesehen. Der hat sich wirklich geärgert. Der, schlimm. Aber ja. Ja gut, Hörbücher und Comics und so, das lasse ich jetzt alles mal außen vor. Das ist ja mehr so, ich sage jetzt mal so Dritt-Content außenrum.
Da ist ja der Peppi. Ja, Ashoka. Ja, ich glaube, Ashoka ist, das ist, ich glaube, es ist eine Sie. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, Ashoka ist eine Sie. Und ich glaube, der Bubaxi träumt sehr oft von ihr. Und ich glaube, es geht ihm auch oft an der Achterl in die Wäsche. Ich glaube immer so. Ne? Ich weiß nicht, ob man das in Deutschland versteht. Aber, ich schon verstanden. Ja, du schon. Ja, du bist ja noch sehr südlich. Ich glaube, er findet sie ganz schön schnieke. Schnieke, die sagt man bei uns aber nicht. Nein, nicht. Das sagen mehr die Preisen. Ja, ja, damit auch die das verstehen. Der Bubaxi findet die Ashoka schnieke. Oder so. Ne? Rein kanontechnisch ist Star Trek Größe. Mhm. Blockstar, mein Freund, schön, dass du da warst. Das war eine schöne Überraschung. Danke dir. Wir sehen uns spätestens am 13. August im Sommerspektakel. Vielleicht schon definitiv. Davor. Wir werden sehen. Wird cool. Wird cool. Auf Wiederbauen. Auf Wiederbauen. Ja, Don Matoncino, ich weiß nicht, wo du zu Hause bist, aber ein Achterl in die Wäsche muss man nicht überall verstehen in Deutschland. So fair muss man sein. Söschen nicht, ins Höschen. Ich weiß nicht, ob das für ein Gadget das verstehen würde. Ich weiß es nicht. Ja. Ja. Kommen wir zu einem End, oder? Jawohl, ja. Jawohl, ja. Genau, so ist es. Na gut. Alles hat mal ein Ende. Auch unser Jubiläumsstream zu unserer Ankunft auf diesem Erdenball hat auch ein Ende. Dorschen, vielen Dank, dass du dich erklärt hast, dass du da mitmachst. Gerne, gerne. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Auch an den Chat. War ein klasse Abend. Ich glaube auch, ja. Es gibt schlimmere Möglichkeiten, seinen Geburtstag so zu feiern, mehr oder weniger mit der Community. Darum geht es doch. Wenn ihr Lust habt, schaut auf dem Dogecoin. Ich meine, ich denke, alle, die hier im Chat sind, sind eh schon im Dogecoin. Aber für die, die es nicht sind, schaut vorbei und dann wird alles gut. Nächste Woche. Don, vielen Dank. Nächste Woche gibt es einen Donnerstag, am Donnerstag, falls die Person nicht vergessen hat, also man weiß es nicht, wenn die Person dann doch sich noch erinnert, dann wird niemand Geringeres als Johnny's World, der Thorsten Klarhold, meine Fragen, Antwort und ne? Hab acht stehen sozusagen und ich bin schon gespannt, was er zu berichten hat und ja, in diesem Sinne, schlaft gut, schön, dass ihr mit uns gefeiert habt und bis zum nächsten Mal. Bis nächstes Jahr. Gute Nächte, Leute, und nochmal vielen, vielen Dank für alles.